3, 2, 1, glaube ich, hoffe ich. Ja. Ich glaube, wir sind da. Komme ich jetzt im Fernsehen? Wir sind, glaube ich, live, ne? Ja. Es geht los und ich sag ein weiteres Mal, zum 25. Mal, sage ich hier herzlich willkommen zu Kneipengesprächen live aus dem Goldenen Handschuh. Zum vorerst letzten Mal. Versprochen ist versprochen. Einmal noch für euch hier ein absoluter Knaller. Ich freue mich wahnsinnig, hier heute begrüßen zu dürfen. Im Namen von meinem Vater, der auch wieder natürlich dabei ist, Jörn. Meine Wenigkeit, moin moin, mein Name ist Marco und wir haben heute hier wirklich wahrhaftig sitzen. Karl König, beziehungsweise euch, glaube ich, besser bekannt als Lotto King Karl. Ein tosender Applaus für alle. Moin moin. Like Daumen nach oben. Moin, schön, moin, dass du da bist. Ja, das kann ich einladen. Ja. In alter Tradition, Prost, Papa. Einer Chef, siehst du? Unglaublich. Das 25. Mal sitzen wir hier jetzt so zusammen. Heute ein bisschen mit einem krasseren Technik-Setup, kann ich schon mal vorwegschieben. Ich hoffe, ihr könnt uns gut hören und gut sehen. Gebt mal einen Kommentar, ob alles ist wie immer. Ich sehe hier die ersten Kommentare, das sieht schon mal gut aus. Und tatsächlich bist du hier. Also wir haben irgendwie vor 3 Wochen uns, glaube ich, mal so telefonisch kennengelernt. Genau. Ganz liebe Grüße da an die Person, die uns da vermittelt hat. Sie weiß Bescheid. Erwähnst du den Namen nicht? Ja, darf das? Ich glaube schon. Also klar, unsere gemeinsame Freundin Maren vom Frieder B, die hier auch schon saß, vor circa 4 Wochen auch im Kneipengespräch. Und die hat uns teilweise verbunden und wusste, ja klar, komm ich vorher, habe ich mal Bock drauf. Und ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Und das wollten wir. Viele liebe Grüße an Maren. Auf jeden Fall. Den nächsten Wodka trinke ich auf dich. Wir wollen heute wieder mal ein schönes Gespräch führen. Wir nennen das Ganze Kneipengespräche, weil das ist es auch, so ein bisschen frisch von der Leber weg. Wollen ein bisschen was von dir nochmal erfahren, so ein bisschen hast du was erlebt und gemacht. Also ich glaube, Namen muss man sich auf gar keinen Fall mehr vorstellen. Aber wir wollen mal so ein bisschen gucken, was so deine Highlights waren, wie es dir aktuell geht und auch so ein bisschen was vielleicht in die Zukunft bringen und hier eine nette Stunde verbringen. Das ist das, was euch wieder erwarten kann. Würde mich auch mal interessieren, hast du auch unter so einem Lockdown gelitten? Klar, klar. Finde ich eine schöne Einstiegsfrage. Wie geht's dir denn so? Wie ist die aktuelle Lage? Ja, absolut. Also tatsächlich ist es so, dass es jetzt so langsam der Dornröschenschlaf sich dem Ende zu neigt und wir jetzt auch demnächst mal wieder Auftritte haben. Und eigentlich war unser letztes richtiges Konzert ein Autokonzert beim Kreuzfahrtterminal. Was wir eigentlich gemacht haben, weil wir gedacht haben, also alle haben darüber gemeckert, alle haben gesagt, das ist irgendwie scheiße. Und Helge Schneider hat gesagt, er spielt nicht vor Autos. Das ist natürlich sehr plakativ, wenn man das sagt. Und ich schätze Helge wirklich sehr, wir kennen uns auch schon sehr lange. Aber besondere Umstände erfordern ja manchmal besondere. Absolut. Und siehe uns das Beispiel. Ja, du hast gedacht, dass der goldene Hand schon mal digital wird. Ne? Ja, und es wird ja auch was Gutes daraus. Ja. Es kommt ja was hin. So, dann haben wir gedacht, okay, das ist einer der Gründe, wir wollen wenigstens auch mal mitreden, wie das dann nun wirklich war. Und es ist natürlich die Möglichkeit, dass alle nochmal ein bisschen Geld verdienen. Unterm Strich ist es natürlich für die hohle Hand, zu sagen, hier sind mal 1.000 Euro, wir kommen dann in einem Jahr wieder. Das bringt auch keinen weiter, aber es war tatsächlich ein sehr, sehr schönes Konzert. Es war natürlich skurril, die Huperei und so, das war alles sehr skurril. Ohrenbetäubender Lärm von den Kreuzfahrtschiffen, die ganze Zeit die Landaggregate nicht genommen haben, sondern mit Bordstrom ihre 6 Leute, die diese Schiffe da mit dem Wasser hängen, am Laufen halten, damit das nicht alles zugammelt. Dann musst du aber um 22 Uhr aufhören, wo du sagst, naja, eigentlich müssen wir erstmal so laut sein, dass wir das nicht mehr hören. Lustig waren auch Leute, die gesagt haben, ich kriege mal Message Pass, wo man sagt, ja, nein, weil im Backstage hörst du nichts. Ach so. Also du hast eine kleine Backline auf der Bühne, wir haben alle Senderstrecken. Um überhaupt was hören zu können, musst du eigentlich ein Auto haben, weil es in einem Radiosender übertragen worden ist. Ah. Was den großen Vorteil auch hat, du kannst es so laut machen in deinem Auto, wie du willst. Das stimmt. Das heißt, du hast keine Lautstärkebeschränkungen, wie du es zum Beispiel im Stadtpark und sonst so hast. Ja. Muss dann um 22 Uhr auch durch sein, wegen der 12 Jungs, die da die Aggregate auf den Schiffen da an- und ausmachen. Also es war wirklich echt schön. Wir sind eine große Band mit 4 Leuten. Wir spielen gerne auf großen Bühnen. Wie viele Menschen waren da dann so ungefähr? Ich glaube, es waren 1.100 irgendwas Autos. Ja. Und dann waren zwischen einem Minimum und 4 oder so in einem Auto. Ich weiß nicht, wie das war. Dadurch, dass die Bühne so groß sein musste, damit man gute Bilder hatte, weil ja nebenan diese riesen Leinwand war, war das natürlich so eine Bühne, wie man sie sonst eigentlich nur hat, wenn man in einem Stadion spielt oder auf einem riesen Festival oder so. Und da wir so viele sind,
profitieren wir sehr wohl von solchen Bühnen. Das Einzige, was ein bisschen seltsam war, dass hinter keiner Kamera irgendeiner stand. Ja. Also normalerweise hast du ja bei so großen Festivals in diesen klassischen Graben, wo dann so drei, vier Dinger sind und so ein Kran fährt auf dich zu und so ein Ding auf so einem Rollerwagen fährt dir vorbei. Und überall ist einer, der dann irgendwie so macht oder ja, so. Ja, dann die Kamera erste Reihe. So, ja, ja, das, aber du hast eben auch alle in der Technik. Es stand überall irgendwie Kameras rum. Ja. Und wenn du eine große Band hast, ist das durchaus von Vorteil, eine große Bühne zu spielen. Ja. Deswegen war der Auftritt für uns auf der Bühne extrem gut, weil es war auch die beste Technik. Wir spielen gerne große Bühnen. Das davor war sehr speziell, aber es war lange nicht so schlecht, wie das viele vorher gemacht haben. Ja. Und das war so ein bisschen, warum ich zusammen zum Bund gegangen bin. Alle reden drüber, aber keiner war da, lass mal hingehen und mal gucken, wie es wirklich ist. So. Und so war es eigentlich dann auch. Und das war nur so, dass danach, in den Wochen danach, kippte dann diese Stimmung, was Autokonzerte angeht. Und es sind dann viele nicht mehr so gut gelaufen. Uns ist echt ganz gut. Das Blöde ist, du hast einen riesigen Platz vor dir, wo du weißt, normalerweise sind ja 20.000 Leute. Und jetzt hast du da dann vielleicht 2.000 oder so. Ja. Aber man, hat immer, das ist nichts, ne? Man hat immer das Gefühl, es das geht wieder was. Ne? Ja, ja. Und man ist mal wieder ein bisschen aktiv und so. Ne? Und danach haben wir. Und nicht nur in der Kamera, sondern auch gedacht, ja, okay, durch die Windschutzscheibe. Ja, und genau, ein bisschen raus, der Hammer. So, ja. Aber es ist ja schon mal ein anderes Feeling, so ein bisschen dieses Gefühl. Ja. Und das war unser letztes Konzert, das war irgendwann ziemlich genau vor einem Jahr. Es ist sogar ein bisschen mehr her, glaube ich 13 Monate. Danach hatte ich mit Jörn, unserem Gitarristen, noch so zwei, drei kleinere Geschichten gemacht, die dann über Webgeschichten waren, inklusive, dass wir für die S-Bahn einen Song gespielt haben. Ich verrate nicht welchen. zwischen so Zügen war es extrem stylisch aussah, weil diese Wartungshalle für diese Züge, das sieht schon, da müssen wir einfach ein Musikvideo drehen und müsste halt irgendwie einen Song haben, der mit Zügen zu tun hat. Aber das sah schon extrem geil aus, aber das war natürlich so alles mit diesem Abstand standen wir beiden da. Ne? Ja. Das war schon ein bisschen speziell. Und dann haben wir ja mal im Fühlt man sich dann verloren so ein bisschen? So, weil du bist ja eigentlich sonst immer drin und geben. Aber als Musiker ist das dann immer noch egal. Also das ist uns hat das alle sehr, sehr hart getroffen, weil es eben auch so war, dass eben nicht vom ersten Moment an alle Gewerke verstanden haben, was das für uns bedeutet. Ich rede jetzt mal so von Finanzamt und so weiter, die alle gedacht haben, oh, das wird schon nicht so schlimm sein, wir buchen das mal wieder ab. Ja. Wo man sagt, also das hätte ich jetzt ganz gerne als Puffer so ein bisschen. Ne? Und es ist tatsächlich so, dass wir uns alle schon ganz schön strecken mussten. Und diese Idee, die dann manche Leute so haben, so, mach doch mal eine neue Platte. Wo man sagt, hau doch mal eine Viertelmillion auf den Kopf für eine neue Platte. Also Geld ausgeben war nicht das Problem, Geld einnehmen war das Problem. Genau. Das, was uns bei Platten also neben dem, dass es natürlich auch, oder stelle ich jetzt mal für jeden Künstler, irgendwie das Größte ist, live zu spielen, denke ich mal, ne? Seine Fans zu sehen, ist es natürlich auch der wesentliche wirtschaftliche Faktor. Ne? Also da kommt die Kohle. Das ist das, was natürlich dein regelmäßiges Einkommen macht. Mit Platten verdienst du halt nicht mehr so viel Geld, eigentlich spielst du, um dir Platten leisten zu können. Ja. Und dann kommt aber auch dazu, dass du in der Situation, ne, auch wenn du siehst, wie schlecht es in einigen Leuten geht, da hast du echt keine guten Ideen für gute Songs. Ja. Hast du echt nicht, wirklich nicht. Ja, ich habe dann so ein paar Sachen geschrieben für einen Freund von mir, den muss ich jetzt auch nochmal zuschicken. Das ist eher so, ich schreibe auch für andere, wo es eher um so dunkle Themen geht. Ja, die Meldung, das passt wahrscheinlich. Ja, das passt super. Ja. Aber jetzt ist auch so das erste Mal so der Punkt, an dem ich auch selber so merke, wir schicken ja aus unserem, wir haben so verschiedene Teams, mit denen wir arbeiten, wir schicken dann auch Leute irgendwelche Songs zu oder Playbacks zu. Jetzt geht es langsam wieder. Ne? Ja. Aber es war natürlich so nach 3-4 Monaten war das so, fühlte sich jetzt endlos an. Weil wir muss auch mal sehen, man muss auch mal sehen, unsere Agentur und so, die haben immer nur noch verlegt. Die verdienen Geld damit, dass wir Konzerte machen. Ja. Die verdienen aber kein Geld, wenn sie verlegen. Die müssen aber trotzdem denselben Job nochmal machen. Und dann müssen sie nochmal verlegen, machen sie dreimal. Ja. Und bis heute hat ja keines dieser ganzen Konzerte stattgefunden. Insofern, können wir auch gleich nochmal ein bisschen Das ist ganz bitter, auch für die Leute. Ne? Ja. Die dann irgendwann sitzen und sagen, gut, dann machen wir jetzt Homeoffice und sitzen zu Hause und versuchen irgendwie eine Überlegung zu machen, wann kann das wohl zu Ende sein. Ja. Und es gab ja dann irgendwann die Situation, dass man sagt, so und jetzt weiß man, man kann irgendwann mal impfen. Dann gab es ja dieses totale Desaster, was Impfstoff angeht. Ja. Und wir müssen ja ganz klar sehen, wir haben jetzt ja auch, wir spielen dieses Jahr auch im Stadtpark unter Corona-Bedingungen. Das ist für viele Leute eine ganz
ungewohnte Vorstellung, im Stadtpark zu sitzen, wenn wir da spielen. Für uns ist es so, wir machen ja auch diese Konzerte, wo wir dann auch sitzen, ja. So kleiner. Ja. Ne? Aber der Stadtpark ist eigentlich dafür eine sehr schöne Location, weil ich mich erinnern kann, ich war vor, ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr, so, in der Region, wie 40 Jahre ist das her, mal war ein Konzert von Chris Rea im Stadtpark und es war nicht so gut verkauft und alle saßen da und das war wunderschön. Wir saßen auf diesem Flügel da. Ja genau, und wir haben durchaus ein Set, was wir dann mit nicht der vollen Band, mit einer kleinen Version dann spielen. Also passt man sich dem auch genau. Dann inhaltlich? Ja, ja, nur das ist natürlich die Leute, die uns im Stadtpark besuchen, haben sowas noch nie gesehen. Ja. Und deswegen sind wir ganz zuversichtlich, dass wir Ihnen da auch im August ein schönes Erlebnis bieten werden. Sind aber auch sehr froh, sehr stolz und ich finde, wir haben uns das auch erarbeitet. Denn wenn im nächsten Jahr der Stadtpark wieder normal eröffnet wird, dann sind wir die erste Band, die das spielt. Ja, das werden wir auf jeden Fall gerne machen. Und dann ist das die Nummer 52. Weil ich glaube, ich direkt mal drauf. Ich glaube, ja, absolut. Schon Symbol. Jetzt denke ich mal drauf. Auf jeden Fall. Kein Grund ist zu schämen. Nee, klasse. Ich meine, die Stadtpark ohne End ist ja auch kaum noch vorstellbar. Also das werden wir auch gleich nochmal ein bisschen beleuchten. Ganz kurz mal die Formalität geklärt. Lorno spricht mal die Ersten an. Ja, ne? Ja, alles klar. Ich habe hier gerade ein bisschen Feedback bekommen, man kann uns aber gut hören jetzt, oder? Das war hier gerade auch mal so ein bisschen eingeworfen von unseren Stammgästen, also auch herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid, hier zum letzten Mal bei diesem tollen Wetter. Ich weiß nicht gerade so, das Kneipenwetter spüren wir auch, ihr seid natürlich lieber draußen, keine Frage, aber schön, dass ihr trotzdem am Start seid, an alle Neuen, die dabei sind, schön, dass ihr vorbeischaut und euch hier das Kneipengespräch mit Lotto und Jörn und Mia reinzieht. Was könnt ihr hier noch so ein bisschen erwarten? Ja, ihr habt auch schon mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie ist die aktuelle Lage? Wir werden noch ein bisschen mehr aus ihm rauskitzeln. Wie ist er eigentlich da hingekommen, wo er heute ist? Und so, diese Kleine mit der Taxe. Mit einem sehr netten Taxifahrer, den du mir gleich empfohlen hast. Genau, das war der liebe Henny. Auch liebe super, ja, super Bursche. Das Netzwerk funktioniert. Auch Henny saß hier schon mit uns. Ja, ich weiß, hat mir erzählt. Ganz, ganz toller Typ und hat dich heute netterweise gefahren. Auch da liebe Grüße. Ja, wir machen das hier heute tatsächlich zum 25. Mal. Wir machen das zum vorerst letzten Mal, weil wir hoffen, dass natürlich die Situation jetzt immer besser wird. Ne? Du setzt auch darauf, ist ja klar, das sieht ja auch alles ganz gut aus. Wir haben einen vernünftigen Impfschritt und das Wetter wird gut und das Gefühl ist wieder besser und ihr könnt wieder herkommen. Da wollte ich einmal die Frage rüberflanken, weil wir sind jetzt eine Woche wieder offen. Wir haben letzten Freitag aufgemacht und dann schon Auflagen, ich weiß nicht, wie bekannt ihr das ist, wir müssen also immer noch um 23 Uhr schließen, aber wir dürfen hier zwischen 5 und 23 Uhr wieder Gäste bewirtschaften im Innenraum. Wir müssen alle sitzen, dürfen nicht tanzen, man muss entweder getestet werden. Man darf gute sein. Laune haben oder? Gute Laune darfst du noch gerade. Aber nicht zu gut, ne? Du musst da aufhören, wenn du anfängst, dich zu bewegen. Da muss es halt auch vorbei sein. Aber das geht tatsächlich einiges mehr. Und ich wollte dich einmal fragen, wie war so diese erste Woche? Wie geht's dir denn so? Das war natürlich sehr spektakulär. Also die Leute, die hier arbeiten, die hatten teilweise Tränen in den Augen, dass sie wieder arbeiten dürfen. Das musst du dir mal vorstellen. Die standen dahinter und waren selig. Ja, Yippie. Und sind morgens, freiwillig morgens um 5 Stunden angefangen. Auch wenn sie die ersten 2 Stunden hier alleine gesessen haben, wahrscheinlich. Und einfach wieder Menschen um sich zu haben, weil die leben ja auch davon. Wenn ich jetzt also unsere Leute, die hier arbeiten, die brauchen ja auch dieses Spiel, Wechselspiel zwischen den Gästen, mit den Gästen, das ist das, wovon die auch zehren. Und es geht auch nicht alles immer nur um Geld. Natürlich, selbstverständlich wollen wir auch Geld damit erwirtschaften, ganz normal. Aber die haben auch einfach viel Freude daran. Und ich habe das dann beobachtet, wie der eine oder andere, der wirklich mit so einem Spaß und es ist so nervig, es ist so anstrengend. Also ich bin ja nur wirklich viel hier. Was die alles beachten müssen, wenn die Gäste kommen, erstmal mit jedem beschnacken, darfst du überhaupt rein, hast du die Qualität, also bist du geimpft, bist du zweimal geimpft, hast du einen Test, dann können sie einen Test hier machen und alles so ein Tüdelkram. Das ist wirklich mördermäßig und trotzdem. Aber besser als ganz. Natürlich, besser als zu. Und auch die Gäste, die jetzt hier kommen, machen das Ganze mit und freuen sich ganz genau, wie unsere Leute hier. Dass sie überhaupt mal wieder ein Bierchen trinken dürfen, dass sie mal ein bisschen Mucke hören und versuchen wirklich alle ganz toll mitzumachen. Da gibt es mal den einen oder anderen, der mal ein bisschen aus und dann schnackt man da und dann ist alles wieder schick. Und aber wir werden natürlich auch sehr, sehr beobachtet, was ich auch verstehe. Ja. Auch die haben ihre Auflagen gekriegt.
Auch die geben sich Mühe, versuchen mit uns zusammenzuarbeiten oder uns darauf hinzuweisen, hier Leute, achtet da nochmal drauf, da drauf. Ist nervig, aber man hat mal wieder ein bisschen Leben. Ja. Diese Unterbrechung von 23 Uhr geht ja hier der Spaß eigentlich erst los. Also nicht nur hier auf dem ganzen Kiez. Ja. Da geht um 23 Uhr, fängt das ja erst an. Da machen wir jetzt im Moment alle dicht hier. Das ist natürlich so ein kleiner Wehmutstropfen. Das ist jeden Abend auch echt schwer, wenn man dann denen das erklären muss. So Leute, jetzt, ne, wo sie gerade anfangen, dann so richtig heiß zu werden. Jetzt müsst ihr leider nach Hause gehen. Aber wir durften schon mal wieder so ein bisschen Kneipenluft schnuppern. Ja. Und das fanden wir alle klasse. Und waren trotz diesem guten Wetter, muss man ja auch sagen, dass ja wirklich kein Kneipenwetter gerade war. Nee. Trotzdem schon viele hier. Ja, wir sind ganz gerne viel von Stammgästen tatsächlich besucht worden, die einfach dann der eine oder andere mal auf ein, zwei Bierchen reinkamen oder verschieden. Also es war schon gut besucht worden, ja, doch, muss ich ganz ehrlich sagen. War ich auch baff, gerade bei dem Wettermoment. Das ist ja eigentlich mehr so, ne, Elbe als da sonst wo draußen hocken. Und aber sie haben uns nicht vergessen und vielen lieben Dank dafür. Wir haben uns immer wieder über jeden freuen, was riesig der hier reinkommt und finden wir richtig gut. Du merkst, das war hier auch so ein bisschen die letzten 7 Monate Therapie-Session. Ne? Also wir haben das hier auch gemacht, damit wir diesen Termin haben, damit wir so tun, als ob so wie du. Für dich ist es dieses, auch wenn es nur ein Autokonzert war, aber es war für euch wahrscheinlich auch total heilsam. Ne? Und du hast ja auch nicht nur da, du hast es darauf angespielt, dass du hier auch mal bei den Kollegen drüben beim Albersplatz ein kleines Überraschungskonzert gehalten, ne? Zu Weihnachten, das war eine richtig schöne Aktion. Und auch bei unserem gemeinsamen Freund Oliver Kleinfeld in der Corona war ja auch, genau. Bei Olli und bei Jared. Ja. Jared, der extra den Bay City Rollers Anzug angezogen hat. Er war bei uns mal Vorgruppe. Und und wir kennen uns ganz gut. Und das ist ja ein unglaublich netter Kerl. Olli kenne ich natürlich schon sehr, sehr lang. Also Olli kenne ich seit den 80ern. Mhm. Und Jared ist auch über derselben Agentur wie wir. Und wir haben uns dann irgendwann mal länger auseinandergesetzt beim ZDF Fernsehgarten, was zu dem, was wir jetzt hier gerade machen, ist, das ist komplett ein anderes Universum. Wieso? Naja, es ist natürlich so, dass wenn du in Fernsehsendungen auftrittst von öffentlich-rechtlichen Sendern, dann hast du halt 3 Tage Alarm deswegen. Ne? Okay. Und bei uns war das so, dass die uns damals angefragt haben, als hast du da auch einen Jägermeister bekommen? Nein, um Gottes Willen. Also da war es so, dass die uns damals, wir haben damals das Album 360 Grad veröffentlicht und haben dann so einmal in die Runde geschossen, wie man so Promo halt macht. So, normalerweise ist unsere große Stärke, deswegen wäre jetzt auch eine Veröffentlichung für uns ganz schlecht gewesen, Sendertournee machen, ja. Radiosendern, Interviews machen und so weiter. Es gibt so ein paar Sender, die uns wirklich sehr wohlgesonnen sind. Interessanterweise alle ab Ruhrgebiet südlich. Ja. Okay. Wo man dann auch mal so plötzlich so 4 Stunden Talk-Sendung hat und so. Ne? Okay. Das ist natürlich nett, das lohnt sich dann auch. Also schon für dich lange nicht mehr nur auf Hamburg? Nein. Ja. Also wir haben ja schon auch mehrere Tourneen durch Deutschland gespielt und Österreich gespielt und so. Groß außerhalb Hamburgs ist deine größte Fanbase, was würdest du sagen? Ich würde sagen, ja, es sind mehrere. Also es ist also natürlich unsere zweiten Heimaten sind Acapulco, Kiel und Hannover. Das liegt daran, dass ich ja mal im Radio angefangen habe, bei Delta Radio in Kiel, und ich habe auch in der Bundeswehrzeit in Kiel gewohnt. Ich kannte das sehr gut. Wir haben tatsächlich unser erstes komplettes Konzert mit einer kompletten Band in Kiel gespielt. Okay. Hannover ist natürlich so eine Geschichte, die hängt zusammen mit dieser alten Fanfreundschaft zwischen HSV und Hannover 96 Fans. Hängt auch damit zusammen, ich kannte Robert Enke ganz gut und wir spielen in Hannover immer deren Hymne. Okay. In unserer Version, die sehr getragen ist. Und als wir das erste Mal gemacht haben, nachdem Robert gestorben war, war es wirklich so, dass wir die örtliche Crew gebeten haben, beim Soundcheck für 5 Minuten den Raum zu verlassen, weil keiner wissen soll, dass wir diesen Song spielen. Okay. Und es war wirklich herzzerreißend, wirklich, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Es gibt auch Videos davon, dass wir auf die Bühne gehen und wir spielen unser Konzert und alle wissen, der Song XXX ist eure Hymne. Und ich hatte mit Robert gesprochen kurz vorm Spiel und einen Tag später war er tot. Scheiße. Und weil ich beim Spiel in Hannover war. Und
ich weiß nicht, vor der Bühne war ein Typ, der hat mir diesen Pin mit der Nummer 1 von Nummer 96 geschenkt und sagte, das ist für Robert, schön, dass du da bist. Und ich habe gedacht, ey, wenn du wüsstest, was in einer Stunde hier passiert, eineinhalb Stunden. Und es gibt ein Video, bei dem das volle Kapitol gezeigt wird und man sieht, alles ist super und ich mache eine Ansage und dann fangen wir an mit Niemals alleine, passiert es wirklich. Und dieser Laden geht komplett von 150% voll dabei auf totale Trauerveranstaltung. Oh, und das hat uns, ich glaube, es hat Hannover und uns sehr zusammengeschweißt. Ja. Dann ist es so, dass die also Batschkappen... Vielleicht gibt es ein, zwei, die nicht wissen. Also Robert Enke, ehemaliger Torwart von Hannover 96, hat sich tragischerweise das Leben genommen. Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Ja. So, und ich schreibe auch immer zum Tod und zum Geburtstag von Robert was auf Facebook, weil ich das immer wichtig finde. Markus Babbel, den ich auch ganz gut kenne, hat damals gesagt, in 4 Wochen ist dieses Problem Suizid wegen Depressionen vergessen, weil die Welt so ist und weil der Fußball sehr ein kaltes Geschäft sein kann. Und nicht nur, weil Markus das gesagt hat, den ich sehr schätze, sondern weil man echt da was mit tun muss, schreibe ich dann auch jedes Mal was dazu. Da kommen dann immer so ein, zwei Typen und sagen, dass das irgendwie eine gewisse egoistische Aktion ist und so weiter, aber ich schreibe auch mal wirklich auch dazu, das betrifft so viele andere Leute, ne? Die Ersthelfer vor Ort, die Leute, die im Zug waren, die Zugführer und so weiter, die davon nichts auf jetzt gleich reingezogen werden. Ja. So Hannover. So, und dann gibt es natürlich noch so Orte wie Butch Cup in Frankfurt, legendärer Laden, in dem wir auch so gerne wieder spielen wollen. Ja. Zeche Bochum. Wir lieben die Zeche. Ja. Das ist so ein geiler Laden. Wir haben auch lange schon nicht mehr in München gespielt, was auch mal sehr speziell war. Früher, als es noch Fußball-Bundesliga gab. Was das Lustige ist, dass mir mal vor vielen, vielen Jahren die Jungs von Torfrock gesagt haben, wann immer du eine Deutschland-Tournee machst, du musst nach Stuttgart. Du musst nach Stuttgart, weil die Stuttgarter sich so freuen, wenn mal eine Band kommt, die nicht das gute Stuttgarter Hochdeutsch spricht, sondern diesen irren, unverständlichen Akzent, den wir in Hamburg so haben, den ich jetzt auch gerade spreche. Mhm. Und es war genau so. Es war genau so. Und wir haben damals immer in der Röhre gespielt in Stuttgart. Ein Laden, der diesem Stuttgart 21-Ding zum Opfer gefallen ist, zu dem man ja auch wirklich eine Menge sagen kann. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, wo man sagt, dass das hätte nie passieren dürfen, so wie es passiert ist. Und da haben wir auch tolle Konzerte gespielt, aber auch ein ganz besonderes Konzert, weil in der Nacht von dem Konzert in Frankfurt, von dem wir kamen nach Stuttgart, ist unser Gitarrist gestorben. Also der war damals schon nicht mit auf der Tour, logischerweise, der war dann schon im Krankenhaus, war zu Hause. Und das war dann das erste Konzert und das war, ich glaube, so 6, 7, 8 Wochen nach dem Tod von Robert Enke und ich war bei der Trauerfeier im Stadion. Und saß da mit Nicola Kiefer, das weiß ich noch. Und wir waren ganz früh da. Tennisprofi. Ja. Genau, wir waren ganz früh da, weil das kannst du ja so schlecht schätzen. Du bist ja auf jeden Fall, muss ja pünktlich sein. Und am Abend vorher war ich noch essen mit ein paar Freunden und da war Michael Ballack dabei. Ja. Der ist dann aber, der wäre fast mit uns mitgefahren. Und er hat gesagt: Nee, ich fahre selber, weil ich fahre zur Nationalmannschaft. Ja. So als Capitano, so ehemaliger Kapitän, fährt er mit denen dahin. Ja. Und somit war ich halt sehr, sehr früh im Stadion, morgens um 6 oder so. Ja. Und ich war die Woche vorher da, um das Spiel zu sehen. Da konnte ich noch direkt im Stadion parken. Jetzt war das alles gesperrt wegen Fernsehteams. Und dann stehst du da morgens um 6 in einem schwarzen Anzug mit einer Krawatte zwischen den ganzen Kutten. Und die denken, das lief nicht, wieso bist du da? Ich sage, aber das gehört sich einfach so. Ne? So, und ich weiß noch, als sie damals den Sarg rausgetragen haben, Jerzy Steiner, Fußballspieler, kein Kind von Traurigkeit, kein Weichei, wie der geweint hat, als er den Sarg seines Torwarts rausgetragen hat, da habe ich gedacht, boah. Und als Matthias gestorben war, haben wir am nächsten Tag in Stuttgart gespielt, in der Röhre. Und natürlich hat sich das dann total schnell verbreitet und viele Leute dachten, wir spielen gar nicht erst. Und dann haben wir gedacht, das wäre das Letzte, was Matthias gewollt hätte. Und dann hat irgendeiner von unserer Crew ein Bild rahmen lassen von Matthias und hat das dann auf die Bühne gestellt. Wir haben vor dem Konzert eine kleine Ansage gemacht, wir haben alle auf die Bühne gestellt, haben uns da hingestellt, so als eine Kette, Arm in Arm, mit der Crew, mit allen. Und dann haben wir gesagt, wir spielen heute ein Konzert für Matthias. Kann sein, dass es nicht unser bestes Konzert wird, aber es wird vielleicht ein leider Gottes einmaliges, hoffentlich einmaliges, dass sowas nicht nochmal passiert. Aber es ist natürlich, wenn du das als Job machst, dein Leben lang, dann ein paar Jahre später ist unser Ersatzbassist Henning von der Lippe gestorben, also was passiert halt. Ja. Ne? Aber und es war dann so, dass wir nicht als Team gespielt haben, sondern dass jeder für sich alleine an Matthias gedacht hat. Nur ich weiß dann,
ganz zum Schluss, als wir rausgehen, sage ich so, scheiße, jetzt muss einer das Bild rausnehmen. Ja. Jetzt bin ich diese 8 Sargträger, weil ich bin am nächsten Jahr. Ja. Und trage das Bild daraus. Und das war auch hart. Und das hat zum Beispiel auch Stuttgart und uns dann besonders zusammen geschweißt. So. Und da gibt es natürlich immer so viele kleine Orte, wo wir auch oft gespielt haben, was wir auch immer gerne gemacht haben, wo wir halt auch hoffen, dass es dann irgendwie diese Orte noch gibt und dass man da immer wieder spielen kann und so weiter. Ja. Also ich darf dir erstmal noch einen anbieten. Stuttgart und Hamburg verbindet ja sowieso so einiges. Die Forschung meinst du? Nee. Ja. Das ist ja noch eine andere Idee, aber wir hatten ja hier in Hamburg immer das Stuttgarter Weinfest. Ja, ich weiß. Was ist ja leider nicht mehr. Mein Vater war ein großer Fan. Da, ich auch. Also ich habe das geliebt, dieses Stuttgarter Weinfest hier. Und in Stuttgart gibt es Hamburger Fischmarkt. Genau, und in Stuttgart gab es dafür 14 Tage lang den Hamburger Fischmarkt immer. Ne? Stimmt. Und das war auch immer so ein. Also die, da ist in Stuttgart auch super geile Partys. Das war ja hast auch du das da umgeschenkt? Ja. Okay, mach ich das auch. Nein, also Maren hat völlig recht, Themawechsel ist zu traurig, aber auch das gehört dazu, auch ein kleiner Gespräch darf auch emotional sein. Ich Maren sagt das gerade. Ich danke dir, dass du das kurz geteilt hast. Mir ging das gerade auch echt unter die Haut. Krasse Geschichten, das sind so die Momente. Naja, wir trinken jetzt mal auf die ganzen Jungs. Auf die beiden, ja. Aber wir waren eigentlich beim Fernsehgarten, aber vielleicht war das auch gar nicht mehr so interessant. Also das war super, das war damals die Geschichte, dass die... mit Jahren war das dann, ne? Genau, es war so, dass die gesagt haben, pass auf, finden wir super, gibt es einen Song von Lotto, von diesem neuen Album, der nicht zu viel mit Saufen zu tun hat oder mit anderen nicht jugendfreien Sachen? Das ist schon langweilig. Und da musst du natürlich erstmal ein bisschen überlegen. Und soll was mit Hamburg zu tun haben. Und das ist ja nicht so, dass jeder Song was mit Hamburg zu tun hat. Nee. Jedenfalls ist es so, wenn wir echt überlegen, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir dann gedacht, okay, irgendwas haben wir gefunden. Ich glaube, nicht so schön wie hier. Mhm. Das würde passen. Das Blöde ist, der Song ist fast 4 Minuten lang. Und wir hatten genau einen Slot von 3 Minuten. Mhm. Und dann haben die gesagt, ach, geh doch noch mal kurz ins Studio und nimm das noch mal kurz neu auf. Mhm. Und man sagt, ja. Kann man machen? Zahlen wir nochmal 20.000 Euro. So. Und dann haben wir gesagt, nee, aber was ist denn, wenn wir das live spielen? Dann können wir das ja einkürzen. Und das war, ich glaube, 4 Wochen lang war das für alle unvorstellbar, dass jemand da live spielt. Und am Ende war es dann, naja, das haben schon mal ein paar Leute gemacht, aber das ist dann, muss man auch mal ehrlich sein, sind dann auch Künstler. Hier wird gerade gesagt, mega Playback-Show eigentlich, ne? Ja, aber es gibt dann so ein paar Leute, die an einer anderen pekuniären Gewichtsklasse sind als wir. Ja. Die dann einfach sagen, wir machen das so. Jedenfalls gab es durchaus Kontroversen bei uns im Team. Also das ist ja dann so mein Labelpartner und ich, warum man das nicht doch irgendwie technisch löst. Und da haben wir gesagt, nö, das Gute ist auch, keiner von unseren Gitarristen kann, aber unser Ersatzbassist, der könnte ja Gitarre spielen. Der ein unglaublich gut aussehender Typ ist, der auch im Fernsehen, glaube ich, 80% der Zeit wohl nur Basti gezeigt. War auch gut für uns, weil der einfach super aussieht. Und Basti ist auch ein unfassbarer Profi, wenn es um solche Sachen geht. Und ist auch ein unglaublich guter Musiker. Jedenfalls war es dann so, ich glaube, das ZDF hat nie verstanden, dass sie, wenn sie mit dem Chef der Plattenfirma reden mussten, einen schlecht gelaunten Typen am Telefon hatten, der sagt, so oder gar nicht. Wenn sie mit dem Produktmanager geredet haben, jemanden hatten, der sagte, ich versuche, was ich kann, aber ich bin mir nicht sicher. Und wenn sie mit der Agentur geredet haben, wieder einmal. Aber mehrere dieser Personen war alles ich. Und am Ende war es dann so, dass wir dann live gespielt haben, wir kriegen das hin. Wir haben es gestoppt, wir haben es geprobt, das wird genau 3 Minuten sein. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Okay, alles klar. Dann riefen mich, je näher dieser Sendetermin kam, immer mehr Freunde an. Ich sage jetzt nicht wer, aber sehr, sehr prominente Musiker. Und haben gesagt, hast du einen Arsch offen, wieso spielst du da live, das kann doch nur scheiße werden, mach das doch nicht, das ist so eine geile Platte, mach doch ein Playback, ist doch scheißegal. Okay. Hör zu, Freunde, das Playback ist eine Minute zu lang. Ja. Und man kann natürlich zur Not ein bisschen drehen, dann ist es ein bisschen schneller. Und wenn du das Gefühl hast, Mickey Mouse singt gerade auf Speed, dann bist du nicht mehr bei 4 Minuten, sondern bist bei 3,58, wo du sagst, okay, ich muss noch 58. Das ist einfach nur ein hochfrequentes Surren. Man unterschätzt das total. Ein bisschen schneller drehen, da kriegst du kaum was bei raus. Ja. Und dann haben wir es aber echt gut hingekriegt. Und das war dann so, wo alle anderen sagten, super, super, super. Und am Ende waren alle zufrieden. Ich habe ein total nettes Gespräch mit Kiwi geführt. Ich wollte sagen, Kiwi war auch zufrieden. Ja, die hat sich total gefreut. Das Einzige, was ein bisschen verstörend war, dass du im öffentlich-rechtlichen Fernsehen natürlich mal aufpassen musst, dass du keine Schleichwerbung machst.
klar. Gerade Kiwi weiß, worum es geht. So, jedenfalls ist es so. Nicht das Problem, ne? Nein, schon klar. So. Und jedenfalls war es so, dass wir am Ende zum Fitting mussten. Das heißt, jeder Musiker, der auf die Bühne ging, musste einmal die Klamotten vorführen, mit denen er nachher im Fernsehen zu sehen war. Und dann wurde halt geguckt, ob jetzt... Ein Aufriss, ne? Ja. Also gucken dann auch, keine Ahnung. Das ist wie Wetten, das. Ja, klar. So. Ja. Und dann, das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal weiße Turnschuhe mit einem weißen Streifen oder weißen Streifen hast, ist es nicht so wild. Sowas kannst du total vergessen. Das geht auf keinen Fall. So. Jedenfalls, jeder geht dann da hin und dann gehst du da rein, da sitzen so 6 Leute, die so... Und dann werden teilweise noch Streifen abgeklebt und sowas. Ja. Und dann gehst du raus. Und wenn du rausgehst, gehst du aus diesem Raum raus, gehst rechts an der Wand vorbei, wo überall Leute hängen, die in dieser Show schon waren. Und das erste Foto, was da ist, ist Sebastian Vettel im Rennrohr. Mhm. Der, wo alles voll steht. Der aussieht nicht, was voll steht. So ist es. Und denkst du dir so, ja, ist klar. Also, okay, denk nicht drüber nach. Ja einfach, mach das einfach. Bei der nächsten Woche im Fernsehgarten mit Handschuhlogo, kein Problem. Ich fahre gerne, darauf trinke ich, ich fahre es gerne schnell. Ja. Aber ich habe 0 Punkte in Flensburg. Ja, dann, guck mal. Ich spiele nochmal nach. Ich wollte eigentlich auch darauf hinaus, also du hast hier auch in dieser schweren Zeit, immer wieder die Zeit von mir auch einige Gastronomen und Betreiberinnen zu unterstützen, was ich eine geile Sache finde. Ja, klar. Die erwähnten gerade. Und ich wollte auch nochmal ein bisschen zurückspringen. Mich würde echt mal interessieren, wie ging das bei dir eigentlich alles los? Also hast du nicht mal Bankkaufmann gelernt oder so? Bankkaufmann gelernt. Und ich habe mich dann entschieden, nicht Gesundheitsminister zu werden, sondern was ganz anderes zu machen. Nein, es war... Vielleicht wäre alles besser jetzt, wer weiß. Hätten wir Lotto im Gesundheitsminister, keine Ahnung. Ja, ich weiß noch nicht, in welche Partei man dann eintreten soll. Hast du da schon los? Siehst du? Hast du dann, du hast irgendwie eine Banklehre gestartet und so, das ist so, bei mir war das auch so... Also ich spreche jetzt mal für mich, ne? Ja. Nach dem Abitur, keine Ahnung, was mache ich denn so, egal, ich mache erstmal was, ich lerne auch einen Kaufmann, Industrie war es bei mir, ne? Ja. Und dann orientiert man sich so und dann, okay, ja, doch, ist irgendwie doch die Richtung, bei mir war es das Studium und so weiter. War das bei dir schon? Was hast du studiert? Ich habe dann BWL studiert. Ah ja. So ein bisschen, weil, ach, hast du auch dann gemacht? Ja, aber ich bin exmatrikuliert worden. Ich saß an einer Badewanne in Paris und habe gedacht, heute war doch irgendwas. Recht eins, scheiße. Und ich habe da nämlich eine Reserve gemacht, weil mein erster Beruf ist tatsächlich Marineoffizier gewesen. Ach so. Ja, ja. Habe ich ja gelesen, bleibt man ja sein Leben lang. Nee, ich war 2 Jahre VA gemacht, habe dann, weiß ich nicht, 8 Jahre lang so Übungen gemacht. Ach so. Was sehr interessant war. Weil ich schon gesagt habe, das war auch so, dass jeder, der gesagt Geschichten erzählt über die Bundeswehr, bla bla bla, das und das, wenn man sagt, weißt du was, ich gehe da erstmal hin. Der ja. gleich Zeitsoldat, weil damals war der Unterschied zwischen Wehrpflicht und Zeitsoldat, also 2 Jahren, nicht so dramatisch. Ja, genau, klar. Ja. Und irgendwann gab es dann dieses Ding am Ende der Grundausbildung, damals wurde noch so bewertet mit Prüfungen und so. Wenn Sie das jetzt nicht ankreuzen, dann kann es sein, dass wir gucken, ob wir Sie weiter in eine andere Ausbildung schicken. Und dann habe ich gedacht, ankreuzen oder nicht ankreuzen. Nicht ankreuzen, das ist noch einfacher. Ich kreuze es einfach mal nicht an, mal gucken, was dann passiert. Und dann ist man, bin ich in so ein Auswahlverfahren gekommen und irgendwie war ich dann Platz, immer war ich plötzlich... Crew 1087 in Mürwik. Mhm. Bin ich mir total was drauf ein. Ehrlich, ohne Scheiß, ich kann jedes blöde Boot fahren auf diesem Planeten. Aber so das habe ich mal gelernt. Das naja. Gut an, ja. Und dann alles Mögliche gejobbt und so weiter. Und dann irgendwann Lotto gewonnen. Ein Typ hat gesagt, ey, wir kennen uns doch. Lass doch mal einen Song aufnehmen. Song aufgenommen. Ist nicht so gut gelaufen, war aber bei Viva, alle fanden das ganz originell. Und dann haben der damals. Aber das war ganz so schnell. Also ich versuche es abzuschließen, weil ich das so oft erzählt habe in den letzten 25 Jahren. Wahrscheinlich erst so 87.000 Mal. Ja, komm her. Schätzung circa. Schon da irgendwie immer musikalisch gewesen. Nee, überhaupt nicht. Nein. Und dann war es dann so. Die Geschichte mit dem Lotto gewinnen. Ja. Genau. Weil einer gesagt hat, lass mal einen Song aufnehmen. Du hast gewonnen, geil, lass doch mal einen Song drüber machen. So. Und den kann ich. Von wirklich früher. Im Lotto. So, genau. Und dann habe ich dann damals bei dem völlig unbekannten Frank Ramon im Studio haben wir das aufgenommen. Mhm. Und Verleger des Songs ist der heute größte Medienmogul der Welt, Markus Wolter, gewesen, den ich kannte, der vorher mal Nachtwächter bei Brinkmann war, glaube ich. Mhm. Und der so eine Band auch hatte, die Love Pirates, daher kannte ich ihn. Und dann, weil ich auch mal in der Konzertagentur gejobbt habe. So, ich kenne beide seine Schreibtische. So, und dann haben wir uns aber irgendwie das so hingewürfelt, dass wir noch eine zweite Single machen durften. Mhm. Und die hieß Allergie.
Und dann ruft mich irgendwann ein Freund von mir an, Hans-Gerd Fürsen, Inhaber der Firma Sira Print in Duisburg. Ein ganz großer Merchandiser. Und sagt, so, hör mal, hast du nicht so einen Song mit irgendwas mit Waschmitteln gemacht? Mhm. Sag ich, weiß ich nicht. Wir haben damals versucht, auf dieser Single so ein paar Songs noch unterzubringen, weil Frank hatte gute Ideen, es hat gut funktioniert zwischen uns beiden, das war alles gut. Und dann hatten wir diesen Song Will er lieber nach Villa Riva oder Will er nach Villa Bajo über diesen Werbespot, den es jetzt ja mittlerweile wieder gibt. Der damit endet, dass während in Villa Riva nach geschrubbt wird, wird in Villa Bajo schon mit Waffen gehandelt. So, mit Waffen gehandelt. So. Also, der Sickenbart, der Koch macht das doch jetzt, ne? Ja, genau. Ralf Zahn, genau. Ja, sehr, sehr netter Typ. Ja. Und jedenfalls ruft er mich an, wo ich Hans-Gerd Fürsen, und sagt, sag mal, ist das von dir? Und ich sage, ja, Waschmittel, ja, also so ein Geschirrspülmittel. Will er lieber nach Villa Riva? Ja, genau. Du, die haben wir schon ein paar Mal angerufen. Deine Plattenfirma hat dir nichts davon erzählt, oder? Ich sage, nee, ich weiß von gar nichts. Ja, ich kümmere mich mal drum. Und dann hat er mir eine Nummer gegeben von jemandem bei 1 Live. Und dann habe ich da angerufen und gesagt, du, ist Robert King Karl. Ich habe den Eindruck vermittelt bekommen, dass irgendjemand bei euch unsere C-Seite der aktuellen Single Allergie Will er lieber nach Villa Riva ganz gut findet. Mhm. Wir sind total, aber so, Alter, wir haben Gott und die Welt angerufen. Was für eine komische Plattenfirma hast du denn eigentlich? Das war Major-Plattenfirma. Mhm. Niemand ruft zurück, wir wissen gar nicht, wo du bist. Und, ist das deine Nummer? Bist du das? Ich sage, ja, was soll ich denn tun? Du bist in den Hörerschatz, Platz 3. Ich sage, oh, soll ich nach Köln kommen? Ja, unbedingt, du musst nach Köln kommen. Du musst hierher kommen, jedes Interview der Welt. Und dann lief es plötzlich an. Dann sind wir zu einer anderen Plattenfirma gewechselt, haben da 2 Alben gemacht bei der RCA. Dann gewechselt zur Polydor, weil die RCA gesagt hat, es ist alles super, bist echt ein feiner Kerl, aber weißt du was? Das nächste große Ding, ich muss dabei selber mal lachen, aber es ist wirklich so, das nächste große Ding, was uns die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre alle ernähren wird, und wir fahren alle gerne mit dem Bentley zum Lamborghini und von dem dann in den Rolls-Royce zu steigen, ist Tic-Tac-Toe. Das ist nicht zu toll. Wir haben leider keine Zeit für dich, raus. Ja. So, dann sind wir zur Polydor, da haben wir eine Platte gemacht und da haben wir uns gesagt, weißt du was, du bist echt ein netter Kerl. Ne? Aber das ist nicht so große Ding, was das die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre am Leben halten wird. Und mit dem Auto und dem Privatjet und bla bla bla. No Ages. Ja. Und da kannst du nicht gegen an. Ja. Es ist reiner Fleiß und reine Arbeit. Es ging gegen dieses Talent und diese, da ist es. Weil die kommen ja wieder jetzt, ne? Ja, wir waren immer da. Das ist so. So, und tatsächlich ist es so, dass da natürlich ganz traurig war. Wir haben dann ein Konzert gemacht in der großen Freiheit, was 4,5 Stunden gedauert hat. Und das Album hieß ja damals Beer Hair Now, das brauche ich in der Playlist ja auch drin. Genau. Und das Konzert hieß damals Deal Hair Now. Und es hat überhaupt nicht, das Konzert war super, aber es hat überhaupt keiner sich gemeldet. Und dann fingen die Leute an, in meiner Band zu sagen, ach Alter, mach das doch selber, du bist doch ein schlauer Typ, irgendwann kriegst du die Kohle zusammen und du hast auch genug, das wird schon irgendwie laufen, lass doch mal im eigenen Label starten. Und das haben wir damals gemacht und das war aber auch die Zeit, bevor wir im Stadtpark gespielt haben. Das heißt, alles was danach kam, Deutschland-Tourneen, Top 20, Stadtpark, 50 Konzerte, Barclaycard, Colorline Arena, 15 Konzerte, das ist ja auch eine ganze Menge. Live Earth und den ganzen Quatsch. Das ist alles passiert mit uns kleinen Scheißern als Independent Label. Wahnsinn. Und das Lustige ist, wenn man dann heute Leute trifft aus der Zeit, dann erzählen die dir das so über 37 Banden. Ja, wir mussten dich ja damals auch so ein bisschen so dazu zwingen zu deinem Glück, deswegen haben wir dich damals raus. Also eigentlich waren wir es, wo man sagt, nein, ihr habt an meine Band und mich einen Scheiß geglaubt. Nee. Ihr habt das überhaupt nicht für voll genommen und wir nehmen es selber nicht zu ernst. Aber es hat also dann doch besser funktioniert. Geht eigentlich nicht. Also naja, es war schon eine gute Rampe. Ich weiß noch, dass ich Stumpen, sehr, sehr feiner Kerl, Sänger von Knorkator, hat mal was sehr Kluges gesagt. Eine Plattenfirma, eine Major-Plattenfirma, bringt dich in die Pole-Position. Und da musst du dann sehen, was du machst. Und das Blöde ist, weil du weißt, es kann sein, dass aufgrund von Umdisponierung wegen anderen Bands, obwohl sie durchaus Bock haben, mit dir was zu machen, du plötzlich nicht mehr da weitermachen kannst. Ja. Du musst leider in dem Moment, wo da alle Arm in Arm stehen und sagen, wir sind das Volk, wir sind das Team, wir sind die Geilsten, musst du immer gucken, dass du dich selber irgendwie so weiter durchläufst, wie ist das, so weiterkommst. Einer der managementmäßig größten Fehler meines Lebens, die ich gemacht habe, war, dass an dem Tag, an dem Fliegen in die Charts gegangen ist. Mhm.
ich nicht bei der Plattenfirma im Tüllrock mit Ballettschuhen aufgelaufen bin, mit einer Buddel Jägermeister intravenös im Arm und gesagt hätte, ich will einen 10-Jahres-Vertrag, ja, sondern ich habe an dem Abend eine Band, die wir produziert haben, im Logo angesagt. Mhm. Das war, wenn es darum geht, nur um Kohle, okay, war das ein großer Fehler. Okay. Im Nachhinein war es natürlich total gut, weil wir nach wie vor uns selber dann unabhängig ja, gemacht haben. Ja. Das Einzige, wo man echt aufpassen muss, ist, dass du nicht so betriebsblind wirst. Ne? Ja. Dass du wirklich dann auch sagst, ich spiele dann auch immer so neue Songs auch Leuten vor, aus einem Team, die auch sagen dürfen, weißt du, was finde ich total scheiße. Wir hatten ja hier vor einiger Zeit auch den Heinz Strunk, Freund des Hauses, ne? Hier schon sitzen, auch ein guter Bekannter und Freund von dir, wie wir festgestellt haben. Hat bei uns dran gespielt. Kleines Duell, hat bei dir in der Band gespielt. Und auch der hat von sich ja gesagt, er hat auch eine unglaubliche Schaffenskraft, mega Kreativität, ne? Diese eigene Qualitätskontrolle zu behalten. Ne? Das sozusagen auch wirklich, diese Betriebsblindheit nicht zu kriegen, ne? Zu sagen, okay, ist das jetzt gut oder nicht gut oder muss ich da mal ran? Das ist wahrscheinlich das Erfolgsgeheimnis. Ne? Dass man Das ist schwierig. Schwierigkeit, das ist ja auch ein Problem, wenn du zu viel, also wenn du Erfolg hast. Dann fangen ja auch viele von außen an, dir immer zum Mund zu reden. Ja, aber das trennen wir schon sehr klar. Also bei mir ist es wirklich so, es gibt einen... Das ist ja auch wichtig, weil sonst... Natürlich. Sonst verhältst du dich ja nachher... Sonst wird die Nische immer kleiner. Genau. Es wird immer enger. Dann hast du ja diesen sogenannten Tunnelblick und dann wird es ja immer enger. Ne? Also bei uns ist es so, das kann ich wirklich sagen... Das ist ja dann auch sehr selbstkritisch. Absolut. Bei uns ist es so, wir probieren neue Songs auch gerne live aus, deswegen... War auch eine Zeit nicht zu spielen für uns undenkbar mit neuen Songs. Wir spielen teilweise Songs 1-2 Jahre, bis sie auf eine Platte kommen. Okay. Dann können wir sie auch. Ja. Und nein, aber es ist auch so zum Beispiel, ich glaube, von allen Leuten, denen ich unsere neuen Songs vorspiele, das sind jetzt nicht wahnsinnig viele, aber es sind Leute aus unserem engsten Kreis, ist natürlich die Agentur, es ist unser Labelpartner, es sind so verschiedene Leute, die Familien, um auch verschiedene Generationen abzudecken. Aber ich glaube, der kritischste und deswegen auch für die Leute der nervigste Typ bin tatsächlich ich, weil ich teilweise dann am Ende entscheide, das finde ich doch nicht gut, wo dann alle ganz traurig sind und sagen, jetzt haben wir das so weit gebracht, jetzt auch bist du am Meckern. Schwere Position, ne? Ja, ich bin der Querulant bei uns. Ja. Also jede Stimme zählt gleich. Ja. Am Ende des Tages gebe ich es in Auftrag und muss es auch bezahlen. Insofern ist es egal, aber ich ist tatsächlich so, ich erinnere mich so, in meinem letzten Album war es so, Jörn war so persönlich getroffen, dass ich gesagt habe, 100.000 Nächte ist ein Song, der nie eine Single werden wird. Ja. Und es ist ein Song, der für uns wichtig ist, eigentlich unser Song. Wir kennen uns seit, es ist ein Song über die 80er Jahre Hamburger Szene. Madhouse, Gala und was alles gibt, Front und schöne Aussichten und alles mögliche, Cha-Cha und so weiter. So, und wir hatten, das war eigentlich alles gut. Und Christian Wilkens von Channel 5 hat sogar aus Authentizitätsgründen da noch Saxophon drauf gespielt. Das war also eigentlich alles super. Aber der letzte Song des Albums hat uns beide als alte Freunde wirklich gequält. Die haben gesagt, was hat er jetzt? Was ist? Ja. Und haben gesagt, und heute schreiben wir den Text nochmal um und machen es jetzt wirklich auf den Punkt. Und dann nehmen wir es auf. Und ich weiß noch, als es dann fertig war, saßen wir in der Küche vom Studio von ihm damals und haben einen Kaffee getrunken. Und er sagte, weißt du was, das ist echt gut, dass wir das so gemacht haben, weil das ist jetzt optimal. Ich sage, es wird zwar trotzdem keiner kaufen, aber es ist jetzt der Song, von dem wir sagen, nee, das ist es jetzt aber. Ja. So, das ist auch scheißegal, weil es ist eine so kleine Zielgruppe. Ja. Wer nicht in ungefähr unserem Alter ist und nicht in den 80er Jahren in Hamburg abends unterwegs war, der wird sich das anhören und sagen, so, und... Haben wir hier schon viel drüber gehört, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, war ich immer ein bisschen neidisch, ich war nie im Madhouse und so, ne? Also, das passte ja nicht mehr. Ja. Aber, da haben wir hier schon viel beleuchtet, weil ja auch Maren da gearbeitet hat, Olli hat da gearbeitet, ne? Also, da haben wir hier schon viel drüber gelernt, über die Zeit. Ich muss einmal kurz zu meinen Kollegen gucken, irgendwie immer die Nachricht, dass das halt. Sollen wir sonst das mal zur Seite stellen, mein Mikro? Und oder soll ich das näher ranziehen? Wenn wir das vielleicht einfach so, ein bisschen so hinziehen und dann... Okay. Das zur Seite. Ich meine, das halt auch, weil ich ein bisschen zugenommen habe. Was ich einen spitzen Witz finde. Sollen wir das mal so probieren? Leute, sag mal, ob das jetzt besser ist, wenn wir beide in das Mikro quatschen. Du siehst unfassbar stylisch aus. Nee, ich sehe unfassbar stylisch aus, wurde mir gerade von Lotto King K gesagt. Genau. Das, muss in Berlin Mitte hauen sich gerade Leute mit dem Hammer auf den Kopf und sagen, scheiße, warum wir das nicht? Tja. Man muss auch mit dem zweiten Platz zufrieden sein. Sehr geil. Ich
Bei deinem Background, also ich wusste zum Beispiel nicht, dass du auch schon angefangen hast, BWL zu spielen, aber du bist gelernter Kaufmann ja auf jeden Fall. Ja. Also die Vollkaufmann, ne? Ja, Vollkaufmann, genau. Ich habe gestern nochmal reingeguckt, der letzte Lude läuft auf Netflix, Leute. Natürlich läuft er schon lange. Habe ich gestern nochmal reingeguckt. Die anderen werden abgesetzt, die Loser, aber der letzte Lude läuft. 2003 ist der. Ja. Ich kann, also was macht das mit dir, würde ich dich fragen, wenn ich dir sage, ich habe schon zu Fliegen abgetanzt. Ne? Ich erinnere mich auf, ich komme so ein bisschen aus dem Tennis, nicht so vom Fußball, ne? Ich habe früher Tennis gespielt. Da gab es auch dann so Club-Partys, ne, Clubheim und so. Und da war immer Lotto King Kai ganz groß rauf und runter, ne? Riesen-Fangemeinde bei uns im Club sozusagen. Und da haben wir schon zu Fliegen und so weiter abgefeiert, ne? Und da war ich 16, ne? Was macht das mit dir, wenn ich das sage? Ist das ein Kompliment? Natürlich ist das ein Kompliment, naja, klar, weil das ist ja das große Geheimnis in der gesamten Unterhaltungsbranche, dass man sich über ein paar Jahre hält. Das ist ja. Natürlich ist das Schwierigste, ist ein Hit zu haben, das ist schon klar. Aber wenn man ihn dann hat, dann muss man halt sehen, ist man dann irgendwann nur noch der Typ, der diesen einen Song singt oder so? Oder kommt man mit was anderem ums Eck? Und bei mir war es halt immer so, weil ich so ein schlechter Musiker bin, war ich froh, dass ich eigentlich vom ersten Moment an eine Band mit so ausgezeichneten Musikern um mich rum gehabt habe. Und wir haben ja wirklich dieses Prinzip wie so ein Fußballclub. Es gibt für jeden Ersatz Leute. Einige brauchen die nie. Also ich glaube, Tom, unser Keyboarder, ist... Na doch, er war bei Live Earth, konnte er nicht spielen, ausgerechnet. 1,5 Milliarden Leute sehen uns und Tom konnte nicht. Und da hat er seinen Vorgänger noch mitgespielt, weil wir ja alle nicht voneinander loskommen. Und das war eigentlich immer so unser Ding, zu sagen, okay, lass uns das versuchen, live umzusetzen und lass uns auch live echt zu arbeiten. Also dieses 90... Ich meine, wir sind Kinder der 80er Jahre. Bei 80er Jahre heißt... Wenn das Konzert um 21 Uhr angesagt war, gehst du auf keinen Fall vor 22:30 auf die Bühne, bist total schlecht gelaunt, rotzt das so runter und sagst dann irgendwann kurz vor der Zugabe, also nach etwa einer Stunde, ich hatte übrigens gestern einen Nervenzusammenbruch, dann dreht sich alles und alle sagen, super, der Typ ist auch noch schlecht drauf, dann mehr geht ja nicht. Okay. Das waren die 80er. So, okay. So, und ich erinnere mich aber daran, dass ich mal in den 80ern bei einem Konzert von Bruce Springsteen im Bremer Weserstadion war. Mit einer Bekannten von mir. Und ich weiß, dass mir an dem Tag auf der Rückfahrt in meinem Polo C sogar die Hüfte wehtat, obwohl ich erst Anfang 20 war und unfassbar fit war, weil der Typ hat 4,5 Stunden lang geackert. Mit seiner Band. Oh. Und als sie so auf die Uhr geguckt haben und gezeigt haben, geht nicht mehr, hat dann irgendwann das Publikum nochmal reagiert und dann hat er zu seinem Typen gesagt, give me that guitar. Ja. Und dann hat er nochmal 1,5 Stunden so Rock'n'Roll-Klassiker gespielt von anderen Leuten. Und das hat mich so beeindruckt, wo ich dachte so, ey, es gibt Leute, ne, die ackern echt ihren Arsch ab. Und das macht er am nächsten Tag wieder und immer wieder. Und viele reden darüber, aber 4,5 Stunden ist echt so eine harte Ansage. Wollte ich gerade mal einhaken. Du hast ja auch mal von erzählt, du hast auch mal so ein Konzert gegeben hier, ich glaube sogar in der Freiheit. Ja. Das ist auch so 3-4 Stunden. Unser längstes war knapp 5 Stunden in München. 5 Stunden im Jahr. Noch länger da. Ja, da war, damals war Röxhop total angesagt. Okay. Und wir haben in der kleinen Muffathalle, also in der am Fore, heißt es, glaube ich, gespielt. Und die haben in der großen gespielt. Und der Notausgang, das war unser Quick Change. Weil wenn du so lange spielst, musst du zu ein paar Mal die Klamotten wechseln, weil du irgendwann echt widerlich aussiehst. Ne? So. Und irgendwann kamen diese Finnen oder Norweger oder was das sind an und wollten wissen, ob man hier noch was trinken kann. Und in unserem Quick Change, das ist perfekt. Das ist so, standen halt sehr viele kleine Getränke und auch größere. Und man soll ja schon gehört haben, dass Skandinavier hin und wieder sagen, ach komm, einmal im Jahr können wir auch mal was trinken. Und dann sind die da mit rein und haben das, ohne ein einziges Wort zu verstehen, abgefeiert. Jetzt geht das wieder los, diese Umschenkerei. Ist das Stilbruch oder macht man das? Weiß ich nicht. Wenn, das ist jetzt auf hier eine Flasche nach der anderen. Aber das Schöne ist, man sieht... Die Luft ist auch sehr trocken heute, muss man sagen. Also Flüssigkeit... Kennst du noch Hoch... Kennst du Hoch-Tief? Kennst du das? Hoch-Tief? Nee, sag mal. Hoch-Tief ist... das war damals auf meinem letzten Kommando, wo ich als Brückenoffizier war, wurde immer Kümmerling gesoffen. Okay. Und da waren auch diese Zahlen drunter. Und dann wurde immer geklopft und dann musste man gucken, Hoch-Tief. Da geht man eine Zahl drauf, die Hoch oder Tief. Und dann wird vorher gesagt, Hoch oder Tief gewinnt. Okay. Kannst du aber ein Ei drauf packen. Guck mal, du hast schon wieder den Deckel nicht zugemacht. Schon musst du wieder den Sifferei. Und es klebt, ne? Es klebt, Jägermeister. Damit kannst du Schuhe zusammenkleben oder Autos reparieren. Kurserchen, du bist bei Body, ne? Ja. Eine kurze Frage, ist der Ton jetzt besser so, ohne das eine Mikro? Könnt ihr mal kurz Feedback geben, bitte? Das würde mich interessieren. Ich wollte gerade. Das ist schon durch, so, ne? Wenn man so ein Ding macht, 5 Stunden,
Merkst du das nicht? Stunden. Das dann auch so? Ja, das Problem, was du natürlich wirklich hast, ist, dass du sehr viel schwitzt und dass du natürlich wirklich Mineralien raushältst. Das muss ja am Ende sein dann. Also das geht so ein bisschen. Also es gibt so ein paar Fallen für Stimmen. Eine Falle ist zum Beispiel das Sommer-Open Air, wo es unfassbar warm ist, aber wo so ein leichter Wind weht. Okay. Und das heißt, das Einzige, was immer gut gekühlt ist, ist dein Hals. Okay. Und dann gibt es so eine alte Regel, die heißt, zwei Amarettos in ein Song. Das Blöde ist, wenn du auf Song 17 bist und weißt, bis 32 geht's, weil du weißt, ab 25 wird es mit der Amaretto-Sauferei wirklich ein bisschen problematisch. So, man kann natürlich, also die Stimmbänder sind ein bisschen wie ein Muskel, je mehr man redet, das ist auch ein Problem der Lockdown-Phase, man redet ja kaum mit jemandem. Dass man plötzlich merkt, wenn man mit jemandem 10 Minuten telefoniert. Das stimmt nicht ganz, wir haben intensive Vorgespräche. Jetzt geht's ja auch wieder. Aber es war wirklich so, ich habe das wirklich komplett, ich habe mich komplett... Weißt du, was du meinst? Ja, eingeigelt. Klar. Ich habe in dem ersten Vierteljahr 3 Leute gesehen. Ja. Oder im ersten halben Jahr. So, und dann merkst du halt, wie deine Stimmbänder anfangen, wirklich nachzugeben. Und du bist nach 10 Minuten Telefonat heiser. Und das ist natürlich totale Kacke. So, und da musst du halt ein bisschen dran arbeiten. Ja. Da gibt es natürlich auch so Dinger, die zum Beispiel was super, super gut ist, ist Ingwer klein schneiden mit Akazienhonig und auffüllen und dann Zitronen und Limettensaft trinken. Also ich finde das mit dem Amaretto klingt geiler. Der Haken ist, das Zeug, ne, beschleunigt deine Verdauung. Okay. Auf eine Art und Weise, jetzt dass man... Jetzt kommen die Themen, Leute. Jetzt kommen ja, ist das so. Krankheiten, Tiere und Waffen. Das ist das, was im Fernsehen am besten läuft. Ja. So, und wo du sagst, und da wird es jetzt, mit 2,5 oder 3 Stunden Konzerten dann wieder aus anderen Gründen problematisch. Ja. Das kann echt scheiße werden. Ja. Ich wollte so ein bisschen noch, weil du hast eben das mal in so einem Nebensatz rausgehauen, ich bin so ein schlechter Musiker, kann man ja auf gar keinen Fall so stehen lassen. Also, du kannst. Naja, jetzt übe ich ja seit 27 Jahren. Also, Instrumente, du spielst ja vielleicht nicht alle Instrumente, wer kann das? Vielleicht schon? Nicht alle, ist gut. Aber, ich kann mit Hängen und Würgen ein bisschen Klavier spielen. Du bist ja ein Kreativgenie, was Texten angeht. Also, du hast mir, wenn ich das mal so sagen. Ausplaudern darf, auch so in einem der Vorgespräche so gesagt, ja, habe ich das mal kurz, habe ich einen Song geschrieben. So. Das kann bei dir mal, wenn du einen kreativen Anflug hast, so in einem Handumdrehen passieren, dass du so einen Text runterschreibst. Ne? Was ich dir erzählt habe, war die Geschichte damals mit Megaherz, als ich für die was geschrieben habe, dass das auch sehr schnell sein musste. Es gibt tatsächlich manchmal... Aber ist ja schon eine Gabe. Also, das ja, Album ist auf 7 in die Charts gegangen, bitte. Ja. Also. Nein, aber es ist so, dass man natürlich im Laufe, man lernt halt sehr viel. Ich habe wirklich sehr viel gelernt von Frank Ramon, ich habe sehr viel gelernt von Lukas Hilbert, mit dem ich hier schon saß, von Pape natürlich. Hier? Ja, ja. Im goldenen Handschuh? Ja, ja. Geil. Lukas weiß das nicht mehr. Es gab schlimme Abende auf dem Kiez mit Lukas, aber es gab auch einen unfassbar schönen Abend, das war ein Geburtstag von mir, da hat im Grünspan The gespielt. Matt Johnson, ein wirklich musikalisches Genie. Ich glaube, sobald ich richtig informiert bin, auch so ein bisschen der Entdecker von Nanny Cherry. Das war an meinem Geburtstag. Und aus irgendwelchen Gründen hat es sich so ergeben, dass ich 4 Freikarten hatte. Und der Einzige, der mit mir da hingehen wollte, war Lukas Hilbert, der gerade eine Platinverleihung von Blümchen hatte. Und dann ist Lukas mit 2 Platinscheiben und am Arm, Lukas ist nicht ganz so groß, deswegen wirkt es so, als ob die Platinscheiben ihn getragen hätten, ins Grünspan. Und vorm Eingang sagt irgendjemand, oh, weißt du noch, wo man Karten kaufen kann? Und ich sage, ich habe 4 Karten, wir sind 2, du kannst 2 haben. Woraufhin Lukas sagte, alle Getränke gehen auf mich, das finde ich so tierisch. Und hat an der Garderobe keinen Mantel abgegeben, sondern 2 Platinschallplatten von Blümchen. Und das hat er nachher in der Minibar zu einem unfassbaren Besäufnis geführt. Aber mit dem war ich halt auch ein paar Mal. Der hat hier in der Heinheuerstraße mal gewohnt. Ja. Ich hoffe, ich kriege jetzt die Brücke endlich. Jedenfalls, ich habe von denen wirklich gelernt, wie man auch... So Lukas ist halt so ein Typ, der irgendwie 20 Songs am Tag schreibt, aber ich habe von denen wirklich viel gelernt. So. Oder auch Martin Engler auf dem letzten Album. Die alle sehr, sehr viel machen. Und weißt du, wo ich da parallel, wenn ich das mal so sagen darf? Ich sehe da ja parallel kaufmännischer Hintergrund, irgendwie textlichen Genie. Jetzt kommt wieder Spahn. Jetzt kommt die der Bohlen. Ach du Scheiße. Ja, der hat ein Prädikatsexamen hingelegt im BWL. Da müssen wir einmal drauf eingehen, weil das ist... Oh, ist hier so, nee, du mega Scheiße. Genau. Leute, wer das nicht weiß, also, dieser junge, nette Mann hier neben mir, ne, der war ja jahrelang auch berühmter Radiomoderator. Du warst erst bei Energy Hamburg? Nein, dann erst bei Delta, dann bei Energy und dann lange, bei 11 Jahre bei Radio Hamburg und dann auch parallel so ein bisschen
hat das, worauf du anspielst, auch auf FFN stattgefunden. Genau, das würde ich wirklich dich bitten. Ich hoffe, wir kriegen das hin und du machst das für uns. Weil wer sich da nicht mehr dran erinnert, es gab immer auch bei dir ganz viel Comedy in deiner Radiosendung. Ne? Also das war fester naja, also in den Werbeblöcken gab es Comedy. Aber ja, auch, ja gut, das war, sagen wir mal so, die ganz große Zeit war tatsächlich bei Energy, Lotto King Calcio und Power Games. Eine Sendung über Videospiele, das ist ja völlig absurd, eine Sendung über Videospiele, der Name sagt es schon, im Radio. Ja. Video, Radio, was völlig anderes, das ist so wie Bilder für Blinde. Dynamo Dresden ist aufgestiegen in die zweite Liga, ne? Ach was. Ja, herzlich willkommen, wir haben das Elbduell wieder. Hat auch rübergemocht hier von... Ja. Ja, so. Nein, aber wir hatten damals, das war für die... Da hat aber ein Organ, ne? Wir entdecken heute einen, oder? So, und, Licht am Fahrrad, Licht am Licht Fahrrad. Am Rad, Licht am Rad. Guter Song von Lotto King Karl. Ja. Genau. So, und der hat sich aber auch den richtigen Ort ausgesucht, ne? Ist das Fenster zu? Oder? Ist ja egal. Nein, aber damals war tatsächlich, wir haben bei Energy angefangen mit Dieters Chartanalyse, wo wir so einen Trailer produziert haben, Einstieg und Ausstieg. Das klang dann total professionell, weil sich irgendwann herausgestellt hat, dass mit viel technischem Firlefanz es durchaus so klingen kann wie Dieter Bohlen, wenn ich rede. Ja. Und, könntest du hier nicht eine kleine Analyse von unserer Sendung machen? Als Dieter? So aus der Hüfte? Nein, das kann man. Nein, weil das Problem ist, und das war auch das war bei eine Energy. Kleine Bewertung. Und dann war es bei Radio Hamburg so, dass die gesagt haben: Willst du nicht, können wir nicht was machen? Damals wegen dieser Geschichte mit dem Teppichluder. Heute ist Dienstag, wir machen das mal bis Freitag, vielleicht mit zwei Folgen. Daraus sind dann irgendwie anderthalb Jahre geworden für die Morning Show. Ja. Das Problem war, und deswegen haben wir auch irgendwann aufgehört, dass irgendwann Dieter anfing mit DSDS oder wie er sagt, DSDS. Ja, richtig. Warum auch immer er das so betont. Deutsch, Dresden sucht den Superstar. Ja. So, und dass wir das nicht mehr tippen konnten. Ja. Also erstmal war es so, die Idee, also die Struktur dieser Comedy war ja die, dass bestimmte Eckdaten war. Es ging um die amoreske Präferenz von Thomas, es ging um Nadel und Operationen, es ging um diverse andere Frauen und es ging darum, dass Dieter gerade in so und so vielen Ländern Nummer 1 ist. Das wiederum ging zurück auf einen Abend bei Alex Christensen oder eher eine Nacht, an der Boxen geguckt haben. Alex Christensen als DJ lebt zu Zeiten Leute, die in Amerika wohnen. Mhm. Das heißt, wenn du das erste Mal wirklich anfängst, massiv im Studio zu arbeiten, dann bist du in so einer völligen Blase. So. Mhm. Das heißt, das, was du immer dabei hast, sind ohne Ende Kopfschmerztabletten und Bullrichsalz. Mhm. So. Und dann fährst du irgendwann vom Studio nach Hause und rufst Leute an und denkst, leck mich am Arsch, keiner geht ran. Bitte klar, es ist 4 Uhr morgens. Natürlich geht keiner ran. Einer geht immer ran, Alex Christensen, weil der um die Zeit immer wach ist. Mhm. Also, Mensch, ja, auch Alex, okay, wir gucken gerade Boxen, komm doch vorbei, weil irgendein Kampf in einer halben Stunde ist. Und dann fährst du dahin. Dann sitzen da manchmal total prominente Leute auf dem Sofa. Und so haben wir uns das angewöhnt, dass wir öfter mal zum Boxen geguckt haben. Und irgendwann haben wir dann auch mal irgendwas gesehen, vorher schon, weil wir dann eben nicht vorher im Studio waren. Und dann sitzt Dieter Bohlen bei Harald Schmidt und erzählt was über Modern Talking ist in so und so vielen Ländern Nummer 1. Und ich weiß nicht, ich saß dann mit Alex und den Frauen und so und dicken Oliver da, DJ Balloon. Und irgendwann sagt Dieter, ist in so und so vielen Ländern Nummer 1. Und dann gucken wir uns an und denken so, wie viele Länder gibt es eigentlich? Mittlerweile weiß man ja, dass es so um die 370 gibt, ja, wegen Corona, wegen dieser Listen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte man das Gefühl, Dieter Bohlen ist in 600 Ländern Nummer 1 und spielt darauf an, dass es das gar nicht gibt. Ja. Also haben wir damals gedacht, okay, für diese Comedy erfinden wir auch Länder. Was mir leicht fiel, weil wir damals, das war jetzt nochmal wieder 20 Jahre vorher, also Ende der 80er Jahre, haben wir mal eine Zeit lang eine Tischeishockey-WM ausgespielt mit so ein paar Freunden, ich nenne sie Alkoholiker, am Neujahrstag bei der Schwester von Norman in Mümmelmannsberg, am Mümmelkrog vorbei und dann bei ihrem Keller. So, okay. Und dann gab es mal den Chacha Cup in dem Club Chacha am Valentinskamp. Mhm. Wir haben das also sehr ernst genommen. So, und da jeder für ein Land spielen musste, hat jeder für irgendein Land gespielt. Und manche haben für Länder gespielt wie Roland, Hinterland, Umland, Legoland und so weiter. Ja. Also haben wir uns echt Mühe gegeben bei Radio Hamburg, anderthalb Jahre lang
zu sagen, Länder zu erfinden. Gerade wieder auf 1 ist. Wenn du jetzt zusammenrechnest, anderthalb Jahre sind ja schon mal 75 Wochen, da ist ja schon mal viel weg, wenn es nur 370 Länder gibt. So. Und das waren so diese Geschichten. So. Wenn ich dir einen Jäger rüberreiche, dann wird es nicht reichen, aber ich bräuchte ein Solarium dafür. Und jedenfalls war es so, dass wir irgendwann festgestellt haben, als er dann anfing bei DSDS sehr, sehr viel Wortanteil zu haben, dass man das wirklich nicht mehr toppen kann. Man sagt immer, bigger than life, trinkt ihr doch ruhig. Bigger than life, sagt man immer, soll Comedy sein, aber irgendwann war life bigger than comedy. Was ich auch jetzt gerne machen möchte. Und das ist mega scheiße immer, du Arschloch. Ja, ist ja so. Ja. Ist es, ne? Ja. Das ist total scheiße. Aber wenn Dieter zu dir sagt, du Arschloch, ist das okay? Ist das ein Kompliment? Nö, aber ist okay. So wie, ey, komm hier, du Arschloch, dann trinken wir. Ja, ich jetzt leider einmal mit Wasser. Ja. Ihr Lieben, wir haben noch ein, also wir trinken erstmal. Ja, wir trinken erstmal. Hm? Ich habe einen kleinen Schwips hier nach 18 Jägermeister, komisch. Ehrlich? Verstehe ich jetzt gar nicht. Das ist doch mega scheiße, wir müssen ja mehr trinken. Wir haben intensiv vorbereitet hier, tagelang, stundenlang telefoniert. Und wir haben gedacht, weil es gab noch ein richtig geiles Spiel, was ich auch richtig gefeiert habe. Du hast dir auch fürs Radio... Ich glaube, das war auch in dem Kontext, ne? Hast du dir immer so Bandnamen oder Alben ausgedacht? Nee, das mache ich jetzt seit einiger Zeit und schicke das mal an nämlich Musikchefs. Sehr gut. Ich würde das gerne. Wollen wir das kurz spielen? Die mich nie spielen, wo man dann sagt, ey, das ist aber jetzt mal richtig geil, mal ohne Scheiß, wir sind Freunde. Ja. Du musst mein Album nicht spielen, so das ist alles okay, ne? Aber ja. Ich habe hier mal einen Insider für dich. Alter, mega, mega. Ich habe jetzt auch mal 2, 3, 4, vielleicht hast du auch ein, zwei dabei. Ich fange mal mit 2 an und vielleicht fällt dir noch einer ein und du legst nach. Folgendes Spiel. Ihr seid nochmal gefordert, Leute. Ich weiß, wir sitzen hier schon eine Stunde und quatschen, aber ihr findet hoffentlich noch die Tasten. Folgendes Spielchen. Ist es eine echte Band oder ist es ausgedacht von unserem Freund Lotto? Ich fange mal an mit einem ganz leichten Ding. Da will ich von euch bitte nicht enttäuscht werden und möchte nur eine richtige Antwort hören. Der erste Bandname ist relativ einfach. Du hast dir das aufgeschrieben vorher. Alles klar. Ich habe mir 2, 3 Sachen aufgeschrieben. Ja. Alles konnte ich mir Vorsprung durch Technik. Alles konnte ich mir auch nicht merken. Du siehst, wir sind hier schon fortgeschritten in der Agenda. Ja, ist schon klar. Wahnsinn, 4 Punkte. Also, erster Bandname, Leute. Real oder fake oder ausgedacht? Also, gibt es diese Band wirklich oder haben wir uns die hier im Vorwege ausgedacht? Die Barmbek Dream Boys. Das dürfte jetzt nicht allzu schwer sein. Liebe Leute, zeigt mir mal, was in euch steckt. Und wir schieben gleich den zweiten hinterher. Wir haben nämlich immer so einen leichten Versatz hier beim Facebook-Stream. Da musst du mir ein bisschen helfen. Das habe ich mir halbwegs gut gemerkt. Na, das ist ja nun, Der zweite Bandname ist... Soll ich es sagen? Sag du bitte. The Dark Knight, featuring The Dark Knight, mit dem Album The Darkness of the Night, mit der limitierten Sonderausgabe, limitiert, glaube ich, auf 500 Stück in schwarzem Vinyl. Ah, super. Ja, die haben wir uns doch angehört noch, ne? Ja. Ist echt deep. Ist deep black, ne? Also es ist wirklich sehr, sehr düster. Also noch einmal wiederholen, bitte. The Dark Knight, featuring The Dark Knight mit The Darkness of the Night in schwarzem Vinyl als limitierte Sonderausgabe. Was gibt's da zu lachen? Sowas schicke ich an Leute, die Millionen von Hörer beschallen und die dann überlegen, oh wow, welcher Zug ist denn da an mir vorbeigerauscht? Also es ist wirklich, wirklich gut, Leute. Also die ersten ist, glaube ich, eindeutig die Barmbek Dream Boys. Gibt es natürlich. Das war deine Band. Das ist meine Band. Ja. Das ist, glaube ich, relativ einfach. Aber bei dem zweiten... Geben wir euch nochmal ein bisschen Zeit, also The Dark Knights featuring The Dark Knight. Ja, man muss dazu das Unterschied geschrieben, es ist die dunklen Nächte mit dem dunklen Ritter, das spricht man ja gleich aus, Night und Night. Ja, ne? Genau. So. Aber in The Darkness of the Night ist nicht eine proktologische Untersuchung beim Sänger, sondern es ist dann in The Darkness of the Night, der Nacht, das ist schon so gemeint. Obwohl das andere auch interessant war. Es gab ja eine Urologenband mal, ne? Egal, egal. Also ich hatte noch eine, die, da musst du mir auch noch mal helfen, die Mutschatsch. Ja, das ist ja jetzt so einfach. Ich fange noch mal an mit einer Band aus den 80ern, als man halt ohne Nervenzusammenbruch eigentlich auf der Bühne nichts verloren hatte und alle schlecht gelaunt waren. Übrigens spielt, das will ich mal ganz erst kurz loswerden, ne? Am 15.06., glaube ich, habe ich das richtig verstanden, spielen im Logo The Chameleons. Das ist eine der Bands, ich habe kaum eine Band so oft live gesehen wie The Chameleons. Mhm. Aber wer mal schlecht draufkommen will, guckt euch The Chameleons an. Wunderbare Musik, wunderbarer Sänger. Ja, wenn man schlecht draufkommen will. Ja, oh, das ist echt harter Tobak. So. Das ist schon...
Ja. Das ist schon ein bisschen Deprimucke, ne? Aber so waren die 80er. Ne? Das ist ja auch so das Ding, als ich mit Joachim zusammengearbeitet habe, Joachim Witt, war es ja so, dass ich gerade, ich habe das nicht ganz verstanden, weil damals war es so, ich verließ Hamburg, um Marineoffizier zu werden, mit Konzerten von solchen Bands wie The Chameleons und The Cure und so weiter und komme dann zwei Jahre später wieder, gehe zu denselben Konzerten, hab aber plötzlich ein Publikum, was komplett gestylt ist, weil es in der Zwischenzeit Gothic gab. Mhm. In mir gab es Zeitsoldat-Vertrag, aber in dem Rest der Welt gab es Gothic plötzlich. So, das, wie er das empfunden hat, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls The Sad Funerals. 80er-Jahre-Band, alle waren schlecht gelaunt. Man kennt ja Beerdigungen, viele sind sehr lustig, aber einige sind eben auch traurig. Manche sind sehr traurig und die Band The Sad Funerals werden niemals auf Mallorca auftreten. Gibt es die Band oder gibt es sie nicht? Gibt es sie nicht. Und schieb bitte die zweite noch hinterher, die spanische Band. Ja, das ist natürlich eine Band, eine Superband, die, deren kleinster Auftritt vor etwas mehr als 10.000 Leuten stattgefunden hat. Mr. Macho y los Muchos Macho Muchachos. Und jetzt sag mal, ich meine, das ist unmöglich, dass diese Band keiner gesehen hat, weil das eine solche Band, die haben, glaube ich, nur 12, 13 Konzerte gegeben, aber eben immer nur so Riesendinger. Ja. Und ja, die Band gibt es aber noch. Die Band wird möglicherweise irgendwann zurückkehren, im ganz großen Stil natürlich. Und würde ich hier auch auf die Box packen, wenn sie ihre nächste Platte rausbringen. Dir bleibt nichts anderes übrig. Das ist eine Größenordnung, wo man sagt, so, ey, jetzt kommen wir nicht mit Spinal Tap und bla bla bla, sondern das ist wirklich mal richtig fette Scheiße. Ja, richtig fette Scheiße. Also The Sad Funerals oder The Sad Funerals, Macho? Mr. Macho y los Muchos Macho Muchachos. Bitte nochmal euren Tipp abgeben, Leute. Also die Tendenz, müssen wir sagen, das liegt wahrscheinlich eher an mir, weil ich hier meine Fassung nicht mehr halten kann nach dem... Naja, also klar, ja, es ist ich vor allem auch vermutet, dass ein bisschen Alkohol im Spiel ist. Ich glaube, ehrlich? Das war zu sehen. Niemand denkt sich sowas mit Alkohol aus, also das kann doch gar nicht sein. The Dark Knight, ja, tatsächlich, das war wohl, glaube ich, hast du dir ausgedacht, ne? Ja, das stimmt. Aber tolle Plattencover auch. Tolle Mit so Kinder, Fotos von Kindern mit schwarzen Augen. Kann man das bei dir irgendwo sehen, auf Instagram oder Facebook? Nee, kann man nicht, weil ich glaube, das ist eine illegale Bearbeitung von Fotos. Okay, dann lieber nicht. Wie gesagt, ich verschicke sowas an Musikchefs von großen Sendern, um sie einfach mal so richtig voll abzuflanken. Wo man sagt so, Leute, ihr seid alle so bescheuert, ihr glaubt so eine Scheiße, wirklich. Dann kommt so, ja, weiß ich nicht, das ist mehr was für eine Nische, wo du sagst so, ihr seid so bescheuert, Leute. Ja. Was soll's? Ich hau euch das um die Ohren, wenn ihr unsere nächste Single ab. Das war ja auch so. Aber das war unser letztes Album, ne? Ohne Scheiß. Manuel Neuer, der was Downloads angeht, klar erfolgreichste Song. Natürlich ist das einer der ungewöhnlichsten Songs, die wir jemals gemacht haben. Mit diesem Video, wo ich in Wanderschuhen als Huhn verkleidet auf einem Deich in der Nähe von York rumlaufe. Was unfassbar anstrengend ist, wenn man das mal so 5 Stunden macht. Und wo es nur den Videoregisseur und mich gab. Es war alles ganz klein unter Freunden. So, der Videoregisseur ist übrigens der Typ, der für D-Max diesen Shop macht, der eigentlich eher so ein Rockabilly-Typ ist. Mhm. Also, wir sind so ein total netter Typ, aber wir haben uns sofort verstanden, aber wir kommen aus völlig unterschiedlichen Welten. Und ich bin in diesem Hühnerkostüm da rumgerannt. Und wir haben ja in meiner Sendung damals bei D-Max, aber auch bei der Stadionshow im HSV, auch bei Konzerten immer Leute mit Hühnerkostümen rumlaufen lassen. Weil ich so ein großer Fan bin von The Breakfast Club, eine Band aus den 80ern, diesen einen Hit hatte, Ride on Track, wo die Frauen als Hühner verkleidet waren. Kannst du heute nicht mehr bringen, aber war damals okay. War damals mit Al Montiano beim DSF vor der Smith, The Hollywood Reporter, der jetzt so ein breites Amerikanisch gesprochen. Al Montiano, egal, lebt noch, kann man über ihn reden. So, jedenfalls, Manuel Neuer wurde von vielen Leuten nicht für voll genommen und es haben viele gesagt, warum packst du das auf Nummer 1 auf deinem Album-Tracklist. Mhm. Wir hatten in der Band und allen und in der Produktionsteam abgestimmt, auf Platz 7 wäre angemessen. Das Problem ist, wenn du dann diese Grafik siehst und sagst, 7 Manuel Neuer. Passt nicht. Das passt einfach nicht. Manuel Neuer ist Nummer 1. So, die EM beginnt heute. Ja. Manu kenne ich ganz gut, das ist ein netter Kerl, feiner Kerl. Manuel Neuer ist Nummer 1. Und das Witzige war, alle haben gesagt, wenn du mit dem Song eröffnest, dein Album, wird das floppen ohne Ende. Das Gegenteil war der Fall, aber es haben natürlich einige dieser Musikproduktion gemacht. Ach so, ja, ist alles so eine Mallorca-Scheiße, alle sind besoffen und alle Vögel. Wo sagst du, ey, Manuel Neuer, geht um Werbung. Es geht ja nicht mal um Manuel Neuer, diesen Torwart, sondern es geht um Werbung. Der ganze Song besteht aus Werbeslogans. Und ich habe damals immer Manuel Neuer-Witze gemacht auf der Bühne. In dieser Cola-Werbung.
Naja, alles Mögliche. Ja. Und wenn du willst, bin ich nicht das, sondern Manuel genau. Neuer. So sind wir gar nicht in Kiel, sondern in Manuel Neuer. So. Ja, genau. Und mich hat das erinnert an die Zeit in den 80er Jahren, als eine kleine Band auf Partys spielte aus Berlin, die Ärzte, die Walfischwitze gemacht haben. Mhm. Wie heißt der Bundeswahl? Du willst es auch werden? Der Bundeswahl heißt wie? Jupp der Wahl. Jupp Derwal war damals, da lacht sogar noch einer, Jupp Derwal war damals Bundestrainer. So. Und das waren Konzerte, bei denen, auf den Alles-wird-gut-Partys von Götz Achilles, auf denen ich war. Und als die Ärzte anfingen, war ich schon Fan der Ärzte. So. Und da habe ich gedacht... Du warst schon Fan, da gab es die noch gar nicht, kann man sagen. Ne? Nee, das nicht ganz, aber es war kurz danach, so mit Sani noch am Bass und so. Und ich weiß noch, ich habe gedacht, so, bevor ich jetzt... 30 Jahre, 100 Jahre später, der Typ werde, der nur Manuel Neuer Witze erzählt, lass uns in Gottes Namen einen Song draus machen. So. Und diese Leute, die gesagt haben, diesen Song lehnen wir ab wegen, ist zu Mallorca-lastig, geht nur um Saufen und um nackte Weiber, worum es überhaupt nicht geht im Song, den schicke ich dann sowas. Und die lasse ich mal schön forschen. Schön. Auf der Suche nach dem ultimativen Hit, den noch keiner vorher entdeckt hat. Und dann viel Spaß mit Darknet of the Night. Ja. Ne? Natürlich gibt es das nicht. Natürlich nicht. Hier ist der, also Mr. Macho dachten einige, gibt es. Ja? Was völlig richtig ist. Was sogar stimmt. Was stimmt, ja klar, gibt sogar ein Album von uns. Und Sad Funerals gibt es, also hier wurde gesagt, alles Blödsinn, aber dann hat wohl jemand gegoogelt, Sad Funeral ohne S scheint es zu geben. Ja, das ist ja gesehen. Aber das war trotzdem... Wir reden ja auch nicht über Pink Floyds. Ein Produkt. Sondern wir reden über Pink Floyd. Ne? Natürlich, klar. Aber erklär nochmal kurz Mr. Macho, Mucho Macho. Tatsächlich hängen beide Sachen zusammen. Vince Barth von Orange Blue und ich haben angefangen, also Vince hat immer mal gesagt, würdest du den Song für den HSV Handball singen? Was willst du dafür haben? Ich sage, ich will dafür gar nichts haben. Ich möchte gerne, dass wir zusammen eine Ballade schreiben, weil das kannst du besser als jeder andere. Mhm. Und daraus ist dann Schwerelos geworden, der Song. Mhm. Und dann haben wir halt einen Song aufgenommen, noch einen Song aufgenommen, noch einen Song und so weiter. Und irgendwann war es dann so, dass man sagte so, oh, jetzt kommt ja mein Album zusammen. Und irgendwann ging es darum, dass damals Andreas Rudolph, der Chef vom HSV Handball, gesagt hat, oh, das wäre schon ganz geil, wenn ihr mal auftreten könntet hier mit. Und ihr beiden seid doch super. Und dann haben wir gesagt, naja, wir können ja nicht komplett als Band auftreten. Aber aus der Band von Vince, die auch für Orange Blue spielt, und meiner Band und den Ersatzleuten, die sich gegenseitig austauschen, gibt es sehr viele Überschneidungen. Mhm. Also der Schlagzeuger von Vince Band ist unser Ersatzmann, Thomas Nack. Der Geiger aus seinen Streichern, Daniel Gede, ehemals Gede-Trio, ist einer der besten Geiger aller Zeiten, ist mir jetzt noch zur Schule gegangen. Seine beiden Brüder und ich, Sebastian Gede, nicht Daniel Gede. Daniel ist der Älteste, Sebastian ist der Zweite. Ja, also muss schon so, korrekt sein. Das Gede-Trio hat damals bei Jugend musiziert, alles abgeräumt, was ging. Und so wird es so, sagt so, ey, pass auf, wir machen daraus eine Band. Und er ruft mich, wenn du Urlaub hast, du hast ja als Musiker selten Urlaub. Nach 3 Stunden ruft dich irgendein Arsch an und nach drei Tagen ruft dich ein Freund an, wo er sagt, ey Alter, du weißt doch ganz genau, diese 2 Wochen, alle 10 Jahre mal, hätte ich ganz gerne echt mal Ruhe. Und er rief ihn und sagt, es geht aber nicht anders, wir müssen jetzt einen Bandnamen machen, wir müssen jetzt bla bla bla, so. Ja. Und dann hatten wir aber auf Tour mit meiner Band jahrelang uns immer Listen gemacht mit Bandnamen unter bestimmten Voraussetzungen, auch Songnamen, weil wir nämlich, als wir in kleinen Clubs gespielt haben. Manche Bands haben das Gefühl, in kleinen Clubs Aufkleber irgendwo hinklatschen zu müssen und Setlisten versehentlich an der Wand hängen zu lassen. Und ich kann euch eins sagen, für alle Musiker, die es schaffen wollen, klebt nirgendwo in den Backstage irgendein Aufkleber von eurer Band hin. Das ist ein schlechtes Omen. Ja? Karma ist tatsächlich da. Mhm. Irgendwann hast du in 2000 Backstage-Räumen 18.000 Aufkleber gesehen. Und hast gedacht, ich kenne keine dieser Bands. Ich habe noch nie von denen gehört. Deswegen klebt nichts auf. Und diese Setlisten haben einen großen Nachteil. Es kommen irgendwann schlecht gelaunte Arschlöcher wie wir dahin und sagen, nur mal gucken, warum diese Band es nicht schafft. Ah, der Song heißt Lonesome Highway. Wird zu viel. Ja. Gab's schon. 1 Milliarde Mal. Ja. So, ne? Das ist so. Und deswegen haben wir damals diese Listen gemacht. Also habe ich gesagt, Vince, du nervst mich zwar gerade ein bisschen, weil ich gerade meinen 3. Urlaubstag habe, aber ich habe noch jede Menge Listen von unserer Tour, die schicke ich dir mal rüber. Und habe gar nicht weiter nachgedacht und habe ihm eine Liste geschickt. Und dann rief er mich an und sagte, oh, da sind aber ein paar Namen dabei, die wir auf keinen Fall nehmen können, weil die überhaupt nicht jugendfrei sind. Und manche wirken eher
negativ, wie zum Beispiel The Sad Funerals. Ja. Dann gesagt, okay, mach mal einen von den nicht jugendfreien, hier kannst du alles raushauen, wenn du möchtest. Werde ich jetzt nicht sagen, weil ich auf deinen Zettel gespickt habe und weiß, dass du gleich noch eine Frage für eine Band hast und ich würde auf keinen Fall deinen Gag versauen. So, weil ich mir nämlich von Karl Dall abgeguckt habe. Karl Dall, die Älteren werden sich erinnern, gucken Sie doch mal in diese beiden Kameras, hat nämlich alles gesehen, was zwischendurch passiert im Fernsehen. So, jedenfalls habe ich gesagt, okay, wenn ich weiß, ist jetzt alles scheiße und so weiter. Aber eins habe ich noch. Ich würde immer mal gerne der Sänger sein von einer Band, die heißt Mr. Macho y los Muchos Macho Muchachos. Und so haben wir es dann genannt und sind mit Handballklamotten und Sombreros also aufgetreten. Schlimme Fotos, geraten. Harte Sauferei, ja. Richtig geraten, die Mr. Ich kann's, du hast schon Mr. Macho y los Muchos Macho Muchachos, so. Ja, schaffe ich nicht. Lehne ich ab, schaffe ich nicht. Keine Chance. Nun hast du ja noch einen Namen aus deiner Liste, ja, der möglicherweise von meiner Liste stammt oder den es wirklich gibt. Den habe ich, ja genau, das wollte ich euch auch nochmal ans Herz legen. Alle diejenigen unter euch, die diese Band auch nicht kennen, eine wärmste Empfehlung meinerseits, unbedingt mal abchecken. Ich glaube, auf Spotify findet man die auch. Auf bestimmt. Jeden Fall große Hits. Der größte Hit davon ist die gläserne Milf tatsächlich. Und die Band heißt die Klötermuschis. Gibt es die Klötermuschis oder gibt es Bluthirnschranke? Bluthirnschranke? Ja. Von denen habe ich jetzt noch nichts gehört, aber das heißt ja nichts. Ich bin nicht das Musik. Du bist ja auch kein Genie, Arzt. Absolut. Dein Vater ist ganz verzweifelt, dass du nichts Anständiges gelernt hast. Papa kann einfach mal mitraten vielleicht. Ich, ja. Bluthirnschranke, okay, Klötermuschis. Was glaubst du denn? Ich bin total... Die Klötermuschis mit der gläsernen Milf. Ich sag Moin und Prost und ich finde das alles klasse. So Leute, letzte Chance nochmal zu raten. Wir müssen so ein bisschen eine wichtige Sache, die wir noch uns vorgenommen haben. Wir sind hier schon bei einer Stunde 16, sehe ich gerade auf dem Tacho. Dass ich nochmal so alt werden würde. Ja, Wahnsinn, ja. Oder? Also irgendwie kommt man hier doch ins Klönen. So sollte das sein. Ich wollte dich nochmal fragen und dann gucken wir nebenbei, was die Auflösung angeht. Ne? Marco, alles gut? Ja, bei mir ist alles gut. Ihr sollt nochmal raten, die Klötermuschis oder... Bluthirnschranke. Bluthirnschranke. Was ist real? Was ist ausgedacht? Ich wollte nochmal mit dir die Kurve kriegen und einmal so ein bisschen nochmal nach vorne gucken. Wir haben jetzt ganz viel aus der Vergangenheit geplaudert. Wir haben vorhin schon gehört, ziemlich zu Beginn, du wirst der erste Act im Stadtpark sein nächstes Jahr. 2022, ganz, ja. Also dieses Jahr ist sozusagen alles nur unter bestimmten Voraussetzungen, ja. Wir sitzen und so weiter. Da wird man euch auch mal sehen können. Im September war das, glaube ich. Genau, ne? Im August. Was ist so für dich das nächste Jahr? Kannst du da so ein bisschen... Kann ich gar nicht zu sagen. Wir wissen es gar nicht, weil das Problem ist natürlich... Oder dein Wunsch? Ja, mein Wunsch ist, dass es irgendwie wieder so wird und da müssen wir halt alle geimpft werden oder was auch immer wie vorher. Aber das Problem ist, was auch die Politik nicht verstanden hat, ist ja, dass in dem Moment, wenn jetzt, wie man sich das vorstellt, jemand virtuell oder auch physisch die Flagge schwenkt und sagt, ab heute ist alles wieder offen wie vorher, dann spielen wir ja nicht morgen ein Konzert. Sondern kommt irgendwann im Laufe der nächsten zwei Wochen einer auf die Idee zu sagen, oh, ich könnte ja mal bei der Agentur von Lotto gegen Karl anrufen, wir könnten ja mal in 15 Monaten ein Konzert machen. Ja. Und dann werden die sich auch einig, vielleicht werden sie auch privat Freunde und dann sagt man sich, ey, super geil, in 18 Monaten kriege ich schon Geld. Ja. Was eine Geschichte ist, die dein Vermieter natürlich als relativ langweilig empfindet, weil er sagt, am nächsten ersten kriege ich Geld. Ja. Ne? So. Und insofern, das wird dauern. Und es wird auch dauern, sich da einzusortieren in diese Situation. Und es wird auch sicherlich problematisch sein, zu gucken, was man dann macht, was Veröffentlichung angeht. Weil natürlich weiß ich, dass total viele Leute Alben am Start haben. Und du hast normalerweise ungefähr mit Vertrieb und Promo und dem ganzen Quatsch einen Vorlauf von 6 Monaten, was auch schrecklich ist, aber das ist so, dass... So läuft's halt. Ja, wir sind eine der Bands, die wirklich auch Autogrammstunden geben und die auch dahingehend Point of Sale, heißt es heute, in Plattenläden und so weiter. Aber auch da ist es so, dass die das alle Monate vorher, dann ist es halt so. Ja. Da muss man da durch. Halt auch so. Alles nicht möglich, ne? Ja, manchmal fragt man sich, ob das noch so zeitgemäß ist, so zu sehen, aber das ist egal. Das sind deren Spielregeln, wir spielen sie mit, das ist halt so. Wir werden keine der Bands sein, die in dem Moment, wo die Startflagge fällt, auf Krampf irgendwas veröffentlichen. Wir werden auf jeden Fall irgendwann ein neues Album veröffentlichen. Ich weiß schon ein bisschen mehr darüber und ich weiß noch ganz wenig darüber. Es wird tierisch werden. Mhm. Es wird auch einige Leute durchschütteln.
haben diese Taser jetzt so komische Geräusche nebenbei, wenn du einen Typen aus Dresden, gerade, ja, naja, egal, ja. Jedenfalls, den Typen aus Dresden niederstreckst, so, so ein guter Songtitel, wie strecke ich den Typen aus Dresden nieder, während wir drin in der Kneipe einen trinken wollen. Absolute Aktualität. Ja, total, also ja. So entstehen die größten Momente im Leben eines Songwriters. Nein, aber das wird irgendwann passieren, nur es ist einfach so, man kann im Moment gar nichts sagen. Du kannst nicht sagen, was Sache ist, weil eins ist ganz klar, die Zeiten, in denen man auch mal sagte, so, ah, komm hier 100.000 weg, was soll's, die sind halt total vorbei. Jetzt musst du halt wirklich hart rechnen. Und es ist halt nicht wie beim Fußball, bei dem man sagt so, ja, die Zeiten sind vorbei, ich muss hart rechnen und ich kriege 10, 20, 50, 100 Millionen von einem Fernsehsender, sondern ich kriege gar nichts. Ich kriege nur Rechnung. So, deswegen, das ist so ein bisschen das Ding, wo man sagt, jetzt geht's alles ein bisschen down to earth. Und es ist auch so, dass man nicht vergessen darf, dass sicherlich einige Leute aus dem kulturellen Mittelstand, ein Begriff, den ich zusammen mit Benny Galler, der heute Geburtstag hat, Happy Birthday an dieser Stelle nochmal, ich habe dir aber auch schon eine SMS geschrieben, du Arsch, und du hast nicht geantwortet. Da haben natürlich einige aufgegeben. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, wenn du normalerweise auf Platz so und so in den Charts bist, rutschst du jetzt automatisch ein paar Plätze höher. Für uns ist es ehrlich gesagt gar nicht mehr so viele Plätze nach oben Luft. Auf der anderen Seite ist es so, das Problem ist was ganz anderes. Das Problem ist, dass Clubs in einer bestimmten Größenordnung, sagen wir mal irgendwas zwischen 1.200 und 2.000, ja weiterhin ein Programm kriegen müssen, um diesen Club am Leben zu erhalten. Und wir dürfen nicht vergessen, bei all dem Ganzen haben wir auch noch eine Situation, die Kulturszene auch noch verändert, nämlich den Brexit. Das heißt, wir haben auch eine andere Situation der Abrechnung mit englischen Bands in Zukunft. Mm-hmm. Und wenn man sich überlegt, wie viele Künstler aus England kommen, ja, ist das durchaus evident. Weil das Problem, was du hast, ist, selbst wenn du, sagen wir mal, in Clubs, wie wir sie in Hamburg haben, mit einer Größenordnung, die ich gerade beschrieben habe, von Große Freiheit, Docks, Markthalle, Knust und so weiter, mal ausgehst, du brauchst, selbst wenn du 2/3 Auslastung hättest, was wahrscheinlich nicht reicht, weil du musst wahrscheinlich eine höhere Auslösung haben, brauchst du im Jahr ungefähr 800 Acts, die da auftreten. Hm. Und so blöd das jetzt klingt, das ist eben nicht das Spielfeld von Nachwuchsbands, sondern das ist der Spielraum für Bands, die halt 1.000 Leute und mehr ziehen, ja, damit die Clubs sich überhaupt rechnen. Ja. Das heißt, wir haben hier eine ganz andere Problematik. Jemand hat sein Handy angelassen. Wir haben eine ganz andere Problematik als alles, was bisher diskutiert worden ist, weil das Problem ist, wir müssen ja auch diese Clubs wieder füllen. Es geht ja auch gar nicht darum, ob jetzt Bands wie wir oder gibt es ja viele andere auch so, ja, mal eine Solidaritätstour starten und ja, in bestimmten Clubs spielen. Ja. Wir haben im Moment eh nichts zu verlieren. Wir würden das jederzeit machen, das ist gar keine Frage. Ja. So. Und ich bin mir auch sicher, dass viele Bands aus dieser Größenordnung da sofort mitmachen würden, weil ich finde, dass viele Musiker, von denen ich es gar nicht erwartet habe, in der Corona-Zeit sich außerordentlich solidarisch gezeigt haben. Ja. Also auch politisch neutral in einer Ebene, bei der man sagt, hätte ich von denen nie erwartet. Ja. So. Und nur das Problem ist, du musst diese Bands über einen gewissen Zeitraum haben, sonst können diese Clubs nicht überleben. Ja. Weil, dass sie wieder aufmachen können, ist toll, ja, aber sie müssen ja trotzdem ein Programm haben. Absolut. Und deswegen, das ist das nächste Problem, was aber hinzukommt. Deswegen ist es im Moment ganz, ganz aber schwierig. Aber mit dir, wenn wir sagen, wir gehen ja jetzt mal von der positiven Wendung aus, ne? Also Stichwort Türen wieder aufmachen, müssen wir auch gleich machen. Ich muss so ein bisschen zum Ende langsam kommen hier, ja, von unserer netten Runde. Du hattest gesagt, nächstes Jahr wieder Stadtpark, das ist dann auch nicht nur einmalig, da werden wir dich öfter sehen. Da können wir wieder mit euch rechnen, wenn alles gut geht. Wir alle geimpft. Mit uns kannst du rechnen, das ist gar keine Frage. Das Entscheidende ist nur, die Frage ist, mit wie viel aus meiner Zunft kannst du noch rechnen? Klar. Und mit wie viel aus der Zunft der Veranstalter kannst du noch rechnen? Und der Locations, das muss man erstmal sehen. Ja. Und dann wird man sehen, wie man damit aber weiterkommt. Aber wenn ich nochmal zusammenfasse, wir sind jetzt gespannt auf eure neue Platte. Das ist noch viel zu lange hin. Aber es dauert. Okay. Seid mal gespannt auf die nächsten Konzerte, bitte. Okay. Das wäre toll. Wir spielen erstmal in Norderstedt mit einem super Line-Up bei einem Festival, wo wirklich, fast wie gesagt, alle Alkoholiker, alle Freunde, die wir haben, da spielen. Das wird super über ein paar Tage. Ja. Das wird große Klasse. Dann sind wir im August im Stadtpark, haben noch ein paar andere Dinge. Guckt es auf unserer Facebook-Seite. Ja. Mit uns kann man auch nach wie vor rechnen. Uns gibt es immer noch. Das ist alles klar. Wir werden aus diesem ganzen Dunkel irgendwie wieder auftauchen. Absolut. Es war nicht einfach. Ich bin am nächsten Dienstag bei Manne im Studio und mache mit ihm einen super Song, von dem ich persönlich glaube, es wird der Titeltrack vom nächsten Album machen. Aber mehr will ich nicht verraten.
Wir drücken dir dafür ganz fest die Daumen. Dankeschön. Ich drücke euch die Daumen hier. Ja, das Gleiche wünschen wir uns ja auch so ein bisschen. Wir kommen hier so ein bisschen zum Abschluss. Ich sag erstmal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die jetzt auch noch da sind, die sich das hier mit uns nochmal gegeben haben, heute bei bestem Wetter auf dem Freitagabend nochmal mit uns hier ins Wochenende gestartet sind. 25 Mal Kneipengespräche, 7 lange Monate die Tür zu. Jetzt seit einer Woche wieder offen. Wir freuen uns riesig, wenn ihr wieder zahlreich hier vorbeikommt. Im Moment immer noch mit den Auflagen, keine Frage. Vorher testen oder geimpft sein oder genesen sein. Und dann zwischen 5 und 23 Uhr mit uns hier eine gute Zeit verbringen. Kommt wieder rum. Ich glaube, wir brauchen das alle. Wir brauchen hier wieder so diese Momente, die Nähe, den Austausch. Stimmtraining haben wir gelernt, ganz wichtig. Ja, ja. Für mich war das irgendwie alles hier ein Riesenabenteuer und irgendwie war das schön, dass ich das hier mit euch machen konnte. Ich hoffe, es hat euch immer ein bisschen gefallen. Wir sind natürlich nicht weg, wir sind jetzt real wieder für euch da und vielleicht, ich weiß nicht, Vater, was sagst du? Du hast gerade Schwierigkeiten mit der Stimme. Du hast zu lange nicht gesprochen, fällt mir gerade auf. Ja. Vielleicht kannst du dir auch vorstellen, dass wir sowas in der Art ja nochmal wiederbeleben. Wer weiß, jetzt wollen wir erstmal wieder ein bisschen Kneipe sein. Wir hatten uns Entschuldigung, ich habe mich irgendwie verschluckt. Das ist dieses Wasser, das ist so gefährlich. Ich glaube, du ich warne, Mineralwasser ist so gefährlich für die Gesundheit. Wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, dass wir das eventuell in der Woche auch mal über die Bühne ziehen. Und das könnte dann vielleicht ja auch Mittwoch oder so eventuell weitergehen. Ne? Ja. Wir mal so eine Stunde hier. Vielleicht hast du ja auch noch mal Lust zu kommen. Vielleicht mit Lukas Hilber zusammen machen wir eine kleine Nee, Lukas Hilber lebt ja in Hollywood. Ach so, ja gut. Das ist ja auch kein Spruch. Da müssen wir Handy fragen, ob ich wollte gerade sagen, vielleicht hat Handy Bock, ihn nochmal abzuholen. Nein, der postet so Sachen so wie David Guetta, und dann kommt irgendein Song. Ah, okay. Ja, Lukas ist ein großes Kino, muss man sagen. Hat er auch verdient, Also, Lotto, er heißt auch gar nicht mehr Lukas Hilber, der heißt jetzt anders. Aber ich darf es, glaube ich, nicht sagen, ich weiß es gar nicht. Ich muss mich hier einmal herzlich bei euch bedanken, bei dir bedanken, dass wir das hier zusammen gemacht haben. Sehr gerne. Es hat mir jetzt auch Spaß gemacht. Ich hoffe, euch allen auch. Grandios, das hat dich gesundheitlich in deine Grenzen gebracht. Ja, heute. Das ist doch das perfekte Finale. Ich hatte einen kleinen Schwips, hat der ein oder andere von euch gemerkt. Ich hoffe, das hat nicht so doll gestört. Ich habe mich hier mitziehen lassen. Ich glaube, ich habe ewig keinen Jägermeister getrunken, aber irgendwie, ich schiebe das jetzt mal auf dich. Ja. Er hat die Schuld. Ja, höre ich sonst noch von Frauen, aber egal. Stilvoll aus dem Glas getrunken. Aber ja, natürlich. Alles falsch gemacht auch noch. Lotto, ist ein Traum, dass du hier warst. Wer wird Europameister? Gemacht. Jetzt der Tipp. Oha. Europameister, okay. Im Fußball. Europameister. Ich sag Deutschland. Italien. Außenseiter-Tipp. Italien, ehrlich? Glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, es wird Frankreich. Ich sag Deutschland. Aber ich bin natürlich für Deutschland, aber ich glaube, es wird Frankreich. Ja. Die Jugendtruppe hat das doch gut vorgemacht gerade. Ja, aber es ist ja noch hier der Typ, der immer seinen Sackgeruch... kontrolliert. Das Schönste ist ja diese Yogi Löw-Dinger im amerikanischen Fernsehen mal zu gucken. Muss man gucken, gibt es ja natürlich so ohne Ende solche Snippets bei YouTube oder so, wo die aus, die wissen gar nicht, wer das ist. Ja. Die denken, irgendein Typ mit der Frisur von Mireille Mathieu flippt aus, weil er sich irgendwelchen Kram aus dem Arsch pult und nach in den Mund steckt. So. Oh. So. Und das ist wirklich toll. Im Ausland die Reaktion auf Yogi Löw, der natürlich auch ein toller Trainer ist, eine tolle Zeit gehabt hat. Das Fußballkapitel haben wir gar nicht berührt heute. Stimmt, Jogi Löw ist ein Jahr länger Bundestrainer gewesen, als ich Stadionsprecher war. Ich wollte sagen, du warst ja auch fast 15 Jahre, 14 Jahre. 14 Jahre, ja. Das müssen wir dann wirklich nochmal für die Folge 2, wenn wir sie irgendwann nochmal hinkriegen. Ja, aber ich habe eigentlich alles erreicht, weil das letzte Tor, was ich regulär angesagt habe, war Fiete Arp. Das ist einer von zwei Leuten vom HSV, mit dem ich heute noch Kontakt habe, der andere ist Bernd Wehmeier. Das letzte Tor, was ich überhaupt je angesagt habe, war Damian van der Vaart. Oh. Ja, wo wir ja mal bei Radio Hamburg den Gag gemacht haben. Wir haben so getan, als ob wir versehentlich eine Konserve aus dem Jahr 2048 gesendet haben, wo HSV-Trainer Damian van der Vaart schwer unter Beschuss stand. Der letzte Spieler, den ich angesagt habe, ist Raphael van der Vaart. Beim HSV, oder? Nein, der ist jetzt, ich glaube, der ist in Schweden, ist der, in Dänemark ist der. Ja. Der ist in da, wo sein Vater wohnt, ist er jetzt in der Jugend. Der war aber auch, ist er glaube ich immer noch in der Sichtung vom DFB, ist er in Hamburg geboren. Und könnte somit deutscher Jugendnationalspieler werden. Und bin gespannt. So, wie gesagt, der letzte Spieler, den ich jemals angesagt haben werde, und es wird sich auch nicht ändern im Volksparkstadion, da braucht keiner zu glauben, dass ich da nochmal auftauche, war Rafa.
weil ich bei seinem Abschiedsspiel nochmal war, weil wir Freunde sind und weil er das unbedingt wollte, der übrigens auch immer heiser ist. Ja. Hey, muss ich unbedingt machen, hey, muss ich machen, muss ich machen. So, und da haben wir nochmal gespielt, das war super. Das ist super. Ist echt wahr? Ja, ja, ein Riesentyp. Und deswegen, also, aber ich glaube tatsächlich, ich glaube, dass wenn es da kein Corona-Problem gibt, Frankreich die besten Karten hat, weil es einfach aus den Einzelspielern das beste Team hat. Aber ich drücke natürlich Deutschland die Daumen. Mein Außenseiter-Tipp ist der ewige Außenseiter-Tipp Kroatien. Portugal ist Titelverteidiger, muss man auch mal gucken, aber ich glaube, die hatten so dieses eine Ding, wo alles gepasst hat. Ja. Und wer weiß, England ist auch eine Möglichkeit mit den ganzen jungen Spielern, ja. Mit einem supergeilen Trainer. Du merkst jetzt nicht viel Resonanz, ich habe einfach keine Ahnung, muss ich dir ganz offen gestehen. Wir können das aber, vielleicht kannst du es so ein bisschen schlauer machen gleich. Na, wir haben ja ich mal. Finde, ich muss das Ding ja kurz zu Ende wir müssen bringen. Zu Ende also, kommen, ja klar. Ich finde es Wahnsinn, also super interessant. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank für 7 Monate hier die Treue und die Stange halten. Leute, kommt vorbei, teilt dieses Ding, liked alle Lotto, gebt nochmal einen Daumen nach oben. Wir freuen uns riesig, dass das hier heute nochmal so geil zu Ende ging. Und wir sehen uns jetzt ja bald wieder real hier im Goldenen Handschuh oder auch woanders. Wer weiß das schon? Vielleicht mal beim Konzert. Macht's gut, Leute. Bleibt gesund. Passt auf euch auf.